Shinji Sugurugu, Freunde, welcome in the stream. Adebayo, Akin, Fenwa. SBC, aka Premium SBC ist rausgekommen. Die End of Era SBC ist gekommen, Freunde. Auf diese SBC haben wir alle gewartet. Diese SBC werde ich auch sofort abschließen. Und ey, wie ihr schon im Thumbnail sehen könnt, Defu, Akin, Fenwa. Und auf der ZOM habe ich noch so einen Gibbs White Rose abgeschlossen. Die werden wir testen, beziehungsweise die neuen Premier League Spieler, die Tots Card nicht gezogen haben. Ich werde jetzt eine coole Mannschaft bauen und die werde ich in der Foot Champions spielen. Seid auf jeden Fall gespannt und später machen wir auch entspannt vielleicht ein paar Premier League 80 plus Player Picks. Ich würde mal sagen, lass uns direkt reingehen. Let's go. Lalalala. Okay, here we go, man. Ich würde mal sagen, wir kopieren erstmal schnell die Mannschaft. Wir kopieren mal direkt die Mannschaft. Obwohl ich das nicht mal brauche. Ich glaube, ich habe ja sogar eine Premier League Mannschaft. Die nennen wir einfach mal um. Ihr könnt die theoretisch umnennen, aber ey. Hier muss auf jeden Fall Akin Fenwa und Defu. Okay, das ist schon mal sehr wichtig. Defu kommt schon mal hier rein. Okay. Defu. Ich habe auch, glaube ich, den Gibson White. Der kann hier auch reinkommen. Gibson White, Gibson White, Gibson White. Wo ist der? Gibson White, Gibson White. Ey, wo ist der? Den hat sich doch auch. Da ist er. Da ist er. Let's go. Ich würde mal, glaube ich. Wir müssen schon eine andere Formation nehmen. Eine andere Formation wäre, glaube ich, ein bisschen geiler. Aber Akin Fenwa müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch reinbekommen. Ups. Ups, 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 ups. Aber ich will auf jeden Fall diese beiden Jungs testen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ehrenmann. Ehrenmann. Sasuke, Bro. Sasuke, Habibi. Soll ich dich jetzt mal Timmy nennen oder wie soll ich dich nennen, Bruder? Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Welcome in the stream. Welcome in the stream. Digga, warte mal, soll ich das so bauen? Ich glaube, so wäre das am schlauesten. Ne, warte, 3-5-2 einfach. 3-5-2, so spiele ich mit der Mannschaft auch. Was geht ab? Was geht ab? Walaikum Salam. Keine Ball, alles wird bei dir. Rabe für 200k diese Picks gemacht, nur Alisson. Ui, RIP. RIP, yo. RIP, yo. RIP, yo, was soll man machen? Was soll man machen, Bruder? Aber warte mal, was für Dings hatte der? Der hatte, was für Wiegsterne? Der, okay, der kommt dahin. Er kommt hierhin. Wer liked und ein Abo da lässt, sieht Ronaldo bei den Picks. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann, Digga, komm. Oh, von Van Dijk, Digga. Van Dijk von Hamburg Hauptbahnhof, Bruder. Von Hamburg Hauptbahnhof. Ey, hier kommt Akin Fenwa. Bis da könnt ihr mal schreiben, wer auf der linken Seite kommen soll. Und hier in der linken Innenverteidigung, okay? Schreibt auf jeden Fall rein. Bis dann könnt ihr auf jeden Fall alle schon mal Liebe lassen. Alle auf jeden Fall liken. Sehr wichtig. Damit gehen wir in der Foot Champions Quali rein. Das ist auf jeden Fall schon richtig geil. Ey, müssen die keine Dings haben? Müssen die keinen Perfect Link haben? EFL Championship. Ach so, EFL League One. Aber egal, englische Links sind da. Hier packen wir noch den Adebayo. Akin Fenwa. Nur Hamburger haben Van Dijk. Merkt ihr das? Ja, Bruder. Die waren Hamburger. Die waren Hamburger. Joe Gomez auch eigentlich. Aber sonst kein Plan. Du machst ja kein. Ja, Bruder. So, das wäre unnötig für diese. Also, es wäre natürlich cool für die Challenge, aber auch albern. So, weißt du, danach chillt er nur so auf der Bank. Stabilovic, genau, Digga. Mussolinis Wörter, Digga. Da. Adebayo Akin Fenwa. Adebayo Akin Fenwa. Ja, wie du willst, bei mir ist alles gut, bei dir. Bodi, bei mir auch. Alles tipptopp, Bodi. Aber ich versuche mich mal umzugewinnen auf Timmy, okay? Oder wenn das dein Nickname ist. You know what I mean? Aber Sasuke hat sich schon so eingeprägt, you know? Bin jetzt Jim. Bin danach im Stüssel. Alles easy, mein Best. Alles easy. Welches Level bist du, Bro? Ah, Brudi, wie Level? Wenn du diese Season Pass meinst, Bruder, ich sag dir ehrlich, das juckt mich null. Das juckt mich null.
Also afghanische Freunde, Bruder, ich habe afghanische Freunde, die auf jeden Fall, boah, was soll ich sagen? Wenn der kommt, die aus Bille, Bruder, von überall, Ich habe auf jeden Fall originale afghanische Freunde, Bruder. Original afghanische Freunde, Bruder. Original. Aber was meinst du, Lexi? Auf jeden Fall, welcome to the stream. Alle, die dabei sind, gerne auf jeden Fall Liebe da lassen, Leute. Warte. Du 84er-Team, komm, ballern wir rein, Digga. Ballern wir rein, Digga. 84er-Team. Ja, das oben rechts, Abudi weiß nicht. Ich glaube, mehr als 5 oder 10, aber das ist eigentlich unwichtig, Lex-Team. Das ist völlig egal, was du da bist, weißt du? Das ist nicht so wichtig, mein Lieber. Salam, Bro, wie geht's? Waalaikum Salam, Husef, alles klar bei dir? Welcome in the stream, Leute. Leute, wir sind 6 Zuschauer, 2 Likes. Ihr müsst auf jeden Fall direkt Liebe da lassen. Wir müssen auf jeden Fall, wenn es geht, heute auf jeden Fall die 860 näher kommen. Deswegen Liebe da lassen, damit wir wachsen und wachsen. Ich habe gerade gesehen, jemand hat sogar deabonniert. Ehrenmann. Aber besser so, diejenigen, die eh nicht Teil davon sein wollen, sollen weggehen. Wir brauchen auf jeden Fall stabile Zuschauer. Akeme Wabin und der Bre ist eigentlich, oder? Er ist einfach gut. Niemand kann Ball von ihm wegnehmen. Glaube ich dir, Bruder. Glaube ich dir. Ich werde ihn auf jeden Fall in einer richtig geilen Mannschaft gleich testen. Ich werde ihn auf jeden Fall in einer richtig geilen Mannschaft testen. Wie geil wäre das, wenn man so 1 gegen 1 machen kann und beide wetten einen Spieler? Ja, das wäre richtig geil, ne? Aber leider macht sowas keiner. Beziehungsweise müsste man sowas machen bei wertvollen Spielern, ne? So bei kleinen Dulli-Spielern bringt das ja auch nichts. Digga, habe ich kein Futter oder was ist denn los? Ich werde erstmal die Untersprachen wegballern. 84er Mannschaft. Ja komm, wir packen erstmal den hier rein. Packen erstmal den hier rein. Wen haben wir im Sturm, Digga? Wen haben wir im Sturm, Digga? Here we go. Here we go. Iago Aspas. Brauchen wir Inform? Okay, Inform brauchen wir auch, Digga. Wir gucken mal schnell, welche Informs wir haben. Inform, yo. Ja, ich glaube, ich packe den Vasquez einfach rein. Was machen Sachen, Brudi? Ich mache ein SBC von Adebayo Akinfenwa. Was machen Sie? Was machst du, mein Lieber? Alles klar bei dir? Welcome in Stream. Welcome in Stream. Neue SBC, ja, Bruder. Adebayo Akinfenwa, Brudi. Akinfenwa, End of Era. Der hat auf jeden Fall Dings bekommen. SBC. Die schließe ich ab und mit dem werde ich auf jeden Fall eine coole Mannschaft um ihn bauen. Und ja, dann gehe ich auf jeden Fall in die Champions-Quali rein. Mal gucken, wie das abgehen wird mit diesen Spielern. Also 2 NFL-Euro-Spieler im Sturm ist schon cool. Kann man auf jeden Fall machen. Was geht bei dir, alles klar? Wir könnten den reinpacken. Und Footpin hat der Bre einfach Bodytap Akinfenwa. Ja, Bruder, habe ich auch gesehen. Das ist krass, ne? Er hat einen eigenen Bodytap. Aber das Ding ist einfach so auf den. Das ist jetzt sein letztes FIFA, ne? Hat er schon irgendwie ein paar FIFAs davor seinen eigenen Bodytap gehabt? Das wäre schon geiler. Man merkt, wie easy Champion Quali ist. Hab vorher mit meinem 500k-Team 5 Runden gewonnen. Bruder. Die Champions Quali war doch nie schwer oder war die mal für euch schwierig? Also, die ist eigentlich sehr easy. Ich finde auch die WL ist easy. Was halt nicht nervig, aber was halt albern ist, ist vielleicht ein bisschen Rivals, aber das Ding ist einfach dort. So, man wird halt von diesem Scripting schon ab und zu hops genommen, aber ansonsten. Warte, das kann man eigentlich wegmachen. Aber komm, here we go. Here we go.
Hier packen wir, wen können wir reinpacken? Digga, ich habe gefühlt nur Spanien abgegeben, ne? Gefühlt nur Spanien. 70 Chemie. Nö. Kostic. Kostic. Wir können auch später auf jeden Fall einige Packs öffnen. Wir müssen sogar einige Packs öffnen. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall bis morgen, übermorgen versuchen, alle zu öffnen und die auf jeden Fall in die Premier League Dings reinzupacken, in die Player Picks und gucken, ob da was Geiles rauskommt. Das wäre auf jeden Fall geil für morgen. Damit können wir auch sofort die Picks dann öffnen. Also damit können wir morgen direkt den Stream starten. Wen können wir hier rein? Warte, Silber könnten wir reinpacken. Silver könnten wir reinpacken. Luis Alberto könnten wir reinpacken. Aber erstmal packen wir diese Brace rein. Den können wir auch hier reinpacken. Jetzt brauchen wir nur zwei Positionen. Und wenn das klappt, dann haben wir auf jeden Fall sofort die SPC, was sehr wichtig ist. Das wäre sehr wichtig. Hoppala. Haben wir einen Spanier? Nee, wir haben einen Spieler aus der spanischen Liga. Das okay, nee, wir müssen ihn nicht mehr abgeben. Den können wir sogar für Chemie erstmal sparen. Da können wir einfach diesen Coates abgeben, weil den zieht man ja immer wieder. Den zieht man ja immer wieder. Coates. Und jetzt noch ein RM und dann haben wir die SPC durch. Geht das mit Bailey? Nein, Shit, Digga. Das muss schon ein bisschen höher sein. Ich hoffe, ich habe einen guten Rechtsflügelspieler. Hey Mosi, was geht ab? Was geht ab, TK? Welcome in Stream, alles klar bei dir? Was machen Sachen, Bruder? Was machen Sachen, Bruder? Ey, warte mal. Puh, welche Rating kann ich hier abgeben? Welche Rating kann ich hier abgeben? Es muss auf jeden Fall, glaube ich, eine 84er sein, ne? 84er muss das schon sein. Auf jeden Fall, Leute, diejenigen, die neu dazugekommen sind, gerne Liebe da lassen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen, damit wir den Stream in das Algorithmus reinballern, sodass wir auch wachsen. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch allen. Komm. Warte, mit 84er würde das schon mal klappen. Haben wir einen guten 84er? Nee. Ich habe einfach keinen 84er. Warte. Ich hoffe, ich habe auf der Transferliste einen. Aber Cancelo und Rot gezogen. Bruder, GG. GG. Ich glaube, 800, 900k ist auf jeden Fall jetzt easy gemacht. Ist zwar rot, aber ist trotzdem von Wert her eine sehr, 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 sehr stabile Karte. Sehe ich da einen glatzköpfigen Geschäftsmann? Nee, du siehst einen. Nicht glatzköpfigen. Einen. Frisch rasierten, mit einem Bandana und Kapuze tragenden Geschäftsmann. Wie geht's dir, Adelino? Alles klar? Ich brauche eine 84er-Karte. Ich brauche eine 84er-Karte und das wird Dadic sein. Der Dadic. Ach so, ich bin so ein Dulli. Ne? Eigentlich müsste ich doch den in meinem Verein haben. Aber komm, here we go. Here we go. Wer hat auf jeden Fall Dings gemacht? Akin Fan war? Oder wäre es dabei, die SPC zu machen? Und gleich eine geile Mannschaft um diesen Bree bauen und dann geht's ab. Conny heute wieder verloren. Ah, Bruder. Kacke. Das ist natürlich nicht cool. Wechsel auf jeden Fall lieber deine Mannschaft, Bruder. Er wird Inter-Fan. Und dann hast du kein Dings mehr. Stress. Rocky, wenn wir einfach so viele 99er-Sets. Ja. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich die Karte etwas genauer an. Wir brauchen. Was? Haben wir nicht genug Chemie? Haben wir nicht genug Chemie, Bruder? Marok. Warte, dann geben wir mal hier diese MS. Hier ist denn MS. Hoppala. Das passt schon mal auch. Okay, das passt auch. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Engländer, Digga. Läuft in letzter Zeit gar nicht bei uns, sind am Verlieren die ganze Zeit, das ist Kacke, Digi.
Das ist kacke, aber qualifiziert ihr euch noch für die irgendeinen europäischen Wettbewerb oder wird das auch knapp? Oder wird das auch knapp, weil wäre Album, wenn ihr das irgendwie verschenkt? Akin Fenwa. Okay, jetzt haben wir gleich Akin Fenwa. Habe 4-6 geholt, den Rest verschenkt. Wurde bei mir auch. Nach der Arbeit schnell 11 Siege geholt. Dann dachte ich mir so, scheiß drauf, ich gebe pennen, Digga. Kein Bock mehr, Digga. Ich werde jetzt nur auf 11 Siege gehen, Digga. Das Spiel ist sehr respektlos. Robin gebrochen, so kacke das Spiel. Glaube ich dir, Oliver. Glaube ich dir, aber lass dich nicht kaputt machen. Und Akin Fenwa. Adebayo Akin Fenwa, Digga. Der sieht auf dem Bild so breit aus. Sein Charakter sieht ja zu Dings aus. Der sieht doch viel zu fit aus. Der sieht doch viel zu fit aus, Digga. Solche Moves kann er nicht auch mit so einem Body. Wie auf seinem Bild, Digga. Aber okay, Digga. Er hat ein bisschen abgenommen. Alles easy. Jetzt hör mal auf zu tanzen. Amico mio. Komm. Jetzt bauen wir eine geile Mannschaft um ihn. Mal kurz klippen, Digga. Vielleicht mache ich aus dem Clip was. Hoppala. Wir waren zweiter Platz. Mit Trabs haben wir Meisterschaft gekämpft. Oder das ist Fußball, Brudi. Das ist Fußball, you know. Kann man leider nicht mehr ändern. Hier sieht der Dünner aber in-game eher genauso wie in real life so muss. Das hoffen wir mal. Wenn nicht, dann verklagen wir EA Sports. It's in the game. Was sagt ihr bis jetzt zu der Mannschaft, Digga? 1 von 10. Ich sag schon 1 von 10. Von 0. 0 von 10. Was gibt ihr dieses Team bis jetzt? Und wen würdet ihr noch reinpacken? Ist auf jeden Fall eine ausgeglichene Mannschaft. Sieht auf jeden Fall cool aus für die Foot Champions Quali. 7, ja. 13-7 verlieren das letzte Game. 18-3. Wie ekelhaft, Oliver. Also sind noch Dritter, aber könnten noch easy Vierter werden. Das wäre natürlich albern, Bruder. Einfach Akin Fenwa Goat, natürlich. KDB in Rot noch reinpacken, wenn du mir den rüber schickst. Die Welt war so schwitzig, kein Gegner war bei mir schlecht. Okay. Ich weiß nicht. Also, ich finde, bisher kamen nicht so Gegner, wo man sagen muss, oh, schwierig, dies, das. Also, so, das ist so mein Gefühl gewesen. Weiß nicht. Vierter nur 3 Punkte hinter uns. Boah, knapp, ja. Aber was sagt ihr, Leute? Linke Seite und links Innenverteidiger. Was würdet ihr sagen, Digga? Warte, ich guck mal, welche Premier League-Spieler ich habe. Mikros. Yo. Leute, checkt auf jeden Fall alle ab, ob ich schon ein Like da gelassen habe. Wenn es geht, lass uns die 10 schon mal knacken. Die 10 Likes. Dazu fehlen uns noch 2 Stücke. Das werden wir auf jeden Fall easy schaffen. Ey, Sterling können wir reinpacken. Sterling, oder wir fügen den erstmal schon mal ein. Harry Kane auf süß noch reinpacken. Lakaka auf süß noch reinpacken. Ich hatte noch Ndidi und diese ganzen Karten damals noch gehabt, ne? Diese Food B-Day und so, aber alle weggeballert. Ja, Mann. Würde ich auch sagen. Son und David Sanchez wäre nice. Hast du, der Spiel wäre nice, wenn du den testest. Noch nicht, Bruder. Noch nicht die Zeit für ihn gefunden. Vielleicht in den nächsten Tagen. Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, die Foot Champions Quali spielen. Beziehungsweise werde ich dann später die Rivals Games machen und vielleicht den nächsten De Gea Objective in den letzten Tagen so machen. Je nachdem, wie es zeitlich passt, weißt du. Aber ich guck mal, wie viel dieser Sanchez kostet. Guck mal, wie viel dieser Sanchez kostet. Son könnte man eigentlich auch machen. Son könnte man machen. Wie viel kostet Zaha? Zaha könnte man auch reinpacken. Ich guck mal für eine. Ich gehe mal kurz in Dings rein. Im Footbin. Und guck mal, welche geile Premier League Spieler gerade am Start sind. Die auch so meinen Spielstil passen. Und die mich auch gerade gut interessieren. Habe meinem Cousin gestern wieder. Warte. Habe meinem Cousin wieder gesagt, wenn er FIFA spielen will, kann er meinen Account nehmen. Aber dann Rivals Siege holen, ne? Wichtig. Warte, er hat gestern Abend noch vom Schlafen gehen 3 Ziele geholt. Ehrenmann, Bruder. Ehrenmann, das ist Kinderarbeit, ne, was du machst, oder? Wenn er jünger als du ist, mein Lieber. Aber nee, alles gut. Alles gut.
Was geht ab? Milan, alles klar bei dir? Sacke schon gespielt? Noch nicht. Noch nicht. Nur mit deiner Informkarte oder so, wo ich die Karte freigeschaltet habe. Was geht ab? Max Perdun, alles klar bei dir? Oder 6 Monate älter als ich. Abo. Also, du bist schon der Boss, ne? Lässt der Ältere für sich arbeiten. Moin, alles klar? GG für von Dijk. Danke dir, Bro. Danke dir, mein Bester. Danke dir. Leute, ich brauche hier auf jeden Fall 2 gute Männer. 2 gute Männer. Wenn ihr Ideen habt, direkt reinschreiben. Direkt reinschreiben. Und ihr könnt auf jeden Fall gerne schon mal Liebe da lassen. Lasst uns auf jeden Fall, wenn es geht, wieder in das Algorithmus reinballern und YouTube zeigen, was diese Community drauf hat. Das wäre auf jeden Fall von euch allen Ehre. Warte mal, Innenverteidigung. Wen kann man da reinpacken? Du hast falsch gelesen? Wie? Was habe ich denn falsch gelesen? Was habe ich denn falsch gelesen, Bro? Yo. Sterling habe ich. Die Golden, aber ich dachte mir so, komm, so eine Special-Karte wäre schon geil, ne? Ich könnte Cody holen. Cody Tots hole ich mir, okay? Cody Tots, merkt euch das. Ich bin 6 Monate alt. Ach so, du bist 6 Monate alt. Ach so. Okay, dann ist das schon. Das ist Kinderarbeit, Brudi. Davon distanzieren wir uns natürlich, ne? Davon distanzieren wir uns. Angela Tots, könnte man machen. Könnte man eigentlich machen. Warte mal, wen wollt ihr schon mal reinpacken? Cody? Hey, Cody. Hey, Cody. Hat er auch nicht letztens ein Tor geschossen gegen Chelsea? Am Ende? Ich glaube, er hat sogar am Ende ein Tor geschossen. Okay, den und... Hier brauchen wir auf jeden Fall einen, auf der linken Seite. Wen können wir da reinpacken? Wen können wir da reinpacken? Ich guck mal kurz für die linke Seite jemanden. Dann geht's auf jeden Fall ab. Rashford, ne. Mingson, joa. Martinelli wäre, joa. Ich brauch ein bisschen, der auch ein bisschen hinten mitmachen kann. Der auch ein bisschen hinten mitmachen kann. Das wäre cool. Barnes ist eine SBC gewesen, schade. Diogo Jota, nein. Sancho, nein. Oder vielleicht stellen wir einfach um. Vielleicht stelle ich einfach um. Grillich, sehr gut, Brudi. Grillich ist sogar full mein Typ. Den habe ich immer so oft empfohlen und der fiel mir einfach nicht in Ehre, Mann, Bruder. Mit dem werde ich jeden wegballern, Bruder. Sehr gut. Grillich. War krank, wurde heute in Sport zu einer Gruppe zugehört, wegen Choreografie wurde dem AC-Fan mit Trikot. Aha. Oha, Ardalino. Fuck you. Okay, komm, hier packen wir Grillich rein. Grealisch. Ey. Sobald hier einige türkische Spieler rauskommen, wir werden auf jeden Fall eine coole türkische Mannschaft auch zusammenbauen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Sehr wichtig. Ja komm, ey, mit dieser Mannschaft gehen wir rein, Digga. Kann man machen. Ohne Scheiß kann man machen. Doppelsturm. Digga. Zwar nicht jeder voller Chemie, aber reicht völlig aus. Am besten wir packen einen englischen Dings rein. Einen englischen Trainer. Tuchelinho muss raus. Tuchelinho. Really 5-Sterne Skills. Nee, Weakfoot, Buddy. Weakfoot, aber ist auch gut. Ist auch gut, mein Lieber. Bro, wenn ich mir Kopfhörer hole, werde ich trainieren und deinen Stream gucken. Ehre Mann, Bruder. Ehre Mann. Bester Mann. Das ist eine gefährliche Truppe, glaubst du? Wenn du mir Intertrikot schickst und ich damit zum Sport gehe, fetzen wir uns. Oder ich glaube nicht, wenn die dich mit dem Trikot sehen, wenn die sagen, oh, der Patron ist da. Den müssen wir immer zustimmen. Ein Wort, was ihn verärgern würde, könnte unser Leben kosten. Deswegen werden sie aufpassen, was die aus deren Munde geben werden. Ja komm, so kann man auf jeden Fall spielen, ne, meine Lieben.
Ja, komm, dann kaufen wir auf jeden Fall diese Brees. Die Brees, ne? Nicht die Brees, die Brees. Jungs, gestern haben wir die 150 gemacht. In dieser Woche machen wir die 900 voll. Diesen Monat machen wir die eigentlich, warte. Egal was kommt. Oh, Adilinho. Adilinho. Wenn jeder motiviert so wie du wäre, dann würden wir sogar die 1 Million knacken. Dann würden wir sogar die 1 Million knacken. Schaffen wir. Schaffen wir, Leute. Genauso müssen wir alle sein. Liebe da lassen. Supporten. Liebe da lassen. Das wird dann auf jeden Fall easy peasy sein. Ansage. Ehrenmann, Bruder. Ehrenmann. Machen wir. Zählt bei Premier League auch zweite Liga? Nein, Bruder. Das Ding ist, ich wollte erstmal ein Premier League Team bauen. Aber jetzt dachte ich mir, so, ich baue jetzt nicht extra so eine komplette neue Mannschaft. Wir nennen einfach die Mannschaft um. Atkin. Atkin. Akin Fenwo. Nein, nein, Akin Fenwo. Ist geiler. Akin Fenwo. Wie kann Shadow Judge im Mittelfeld spielen? Wie kann man das dribbeln? Bruder, was du machen könntest, ist einfach auf voller Chemie unten links irgendwo packen oder als Linksverteidiger, oder ich meine, oder als Linksmittelfeld. Und in-game umstellen. Oder einfach pack ihn auf der Bank und wechsle ihn gegen irgendeinen Spieler direkt in der ersten Minute ein. Ansage, yeah, man. Mosi, Salam, Bro, alles fit. Walaikum, Salam, Bro, alles tiptop bei dir. Wie geht's dir, mein Bester? Ja, Cachilinho, welcome in the stream. Yo. Der Break kostet wie viel? Grillig, wie viel kostest du, mein Lieber? 96k. Sehr schöne Zahl, die 96. Beste Zahl, die es gibt. Und? Ey, 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 ey. Wir wollen natürlich nicht so eine teure Goldkarte haben. Ja, genau. Was machen wir da? Ey, der ist ja teurer. Der ist ja teurer als gedacht, Digga. Was ist denn los? Die wollen mich pleite machen, Digga. Digga, die wollen mich ehrlich pleite machen. Wollen die mich pleite machen oder was? Warum so teuer, Digga? Warum so teuer? Akin Fenwo und ich sind fast gleich groß, aber der wiegt 50 Kilogramm mehr als ich. Das ist ein harter Fakt. Aber es ist die Wahrheit. Mein geliebter Bruder aus. Und ja. Digi. Arda, gestern hatten wir einige neue Zuschauer. Ey. Nein! Wir haben die ganze Zeit gefragt, von wo bist du, Mosi? Von wo bist du? Ich hab denen gesagt, ey, ich bin aus Konya. Die so, ach, ehrlich? Ich so, ja, natürlich. Natürlich bin ich aus Konya. Von wo sonst? Also, ey, red mal auf Türkisch. Ich so, halt die Fresse, sick der Land. Auch im Bro. Dieser Mike Tyson heftig, ja, Bruder. Ganz anders heftig. Gibt es Mittelfeldspieler, die man als LV spielen kann? Oder, ich weiß nicht, aber Bruder, du könntest ja in-game eine andere Formation spielen, weißt du? Du könntest in-game eine andere Formation spielen. 110 Kilogramm Kampfgewicht, genau. Here we go. Here we go. Wo ist Tots, Digga? Ah, nee, das ist Moments. Ey, wo ist Tots? Da ist Tots. Und? Yeah. Und? Ne. Und? Ne. Und? Ne. Ne. Yeah. Mit nem Shadow. Mit nem Shadow haben wir das gemacht. Leute, gerne Liebe da lassen. Gerne direkt durchdrehen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Liken und abonnieren nicht vergessen. Nicht vergessen. Lasst uns auf jeden Fall, bevor die erste Stunde vorbeigeht, die 20 Likes voll machen. Sehr wichtig. Was geht, Mosellini? Ey. Angelo, was geht bei dir? Bei mir geht nichts, Brudi. Bei mir, ich baue eine Premier League Mannschaft oder so eine Hybrid Team mit neuen Karten, dies, das, tralala, für die Foot Champions. Was machen sie? Die wollen nicht pleite machen. Ja, Bruder. Ich werde Insolvenz anmelden.
Nein, Spaß, das ist doch keine Summe für Mussolini, Digga. Bevor das eine Summe für Mussolini ist, I have cash money, cashflow, everything around me. Moin, was geht ab? Luca, alles klar bei dir? Bruder, wie geht's dir, Bruder, alles klar? Komm mal ran hier, Bruder, wie geht's dir? Esse gerade Pizza und schaue deinen Stream. Ehrenmann, Bruder, ist für mich auf jeden Fall mit. Ist für mich mit. Sehr wichtig. Ja, jetzt packen wir mir die Chupa Chups rein, die Super Subs. Und der Tattoo ist ja mal grottig. Ja, wissen wir nicht, Brudi. Wissen wir nicht. Ich teste ihn mal und dann gucken wir mal. Was geht ab? Diese WL spiele ich mit Mike Tyson anstatt CR7. Ja, ich habe auch überlegt, Digga, mit dieser Doppelsturm, Digga, so End of the Era, mit denen zu spielen. Was hat die für eine Sterne-Kombi? 4-4. Workrates hoch gering. Gutes Tempo, geile Schusswerte. Passwerte reichen auch aus. Für einen Stürmer in so einer Doppelsturm. Dribblingwerte werden ein bisschen, ja, so sein, aber wir werden das schon machen. Wir geben ihnen auf jeden Fall ein Engine, dann geht das schon fit. Angeschnittener Schuss, Powercup-Voll und Teamspieler. Ehrenmann, der ist ein Teamspieler. Er ist kein Teamspieler, aber die Leute um ihn werden zum Teamspieler, weil die haben Angst, dass die was Falsches machen. Ein falscher Move und die sind unterm Boden. Wie lief WL? Was geht ab, Maxi? Alles klar? Brudi, WL, ja, ich habe am Ende nur zack, zack gemacht, Bruder. 11 Siege geholt und dann ciao, ciao. Wie war die bei dir? Hast du Virgil van Dijk schon gespielt? Nein, Bruder, noch nicht. Wo ich die gezogen habe, bin ich pennen gegangen. Hose geht nie pleite, weil er in Dubai Adli Ekmek verkauft. Genau, Josefa. Josefa, willst du eine? Josefa, willst du einen Franchise in Wien beziehungsweise in Islamabad haben, Bruder? Wenn ja, kontaktiere mich und Arda. Geh nicht in irgendeine Gruppe rein, okay? Geh nicht in diese wildfremden Gruppen rein. Wenn du auch finanziell frei sein möchtest, komm in unsere Adli Ekmek Gruppe und wir öffnen dir ein Adli Ekmek Franchise und du hast keine Sorgen mehr. Jetzt war ich in einem Weakfoot der ZOM. Ja, egal, Brudi. Den habe ich sowieso als Dings mitgenommen. Als SPC-Futter, weißt du? Als SPC-Futter, aber ich hole schon alles aus der Karte raus, Digga. Mit der Karte werde ich schon dafür sorgen, dass jeder miese Zeiten hat. Da weißt du noch damals mit Gianluca, Inter Mario und Inter Milan und Hedinho. Was denn, Bruder? Was denn? Was denn mit damals? Sag mal genau. Dann, Bro, was hast du bekommen? Was ich bekommen habe, sind einmal Ruben Dias. Virgil van Dijk. Do you see what I wrote about Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne, bro, can you look at the stats? Not now, brother. Not now, maybe later. Maybe later. Maybe later. Aber da bin ich in eure Adli Ekmek Gruppe dabei. Ekmek, wichtig. Welcome in the Familia. Wir werden auf jeden Fall die Papierkram, die ganzen Dokumentare werden wir dir bald per Fax in Wien schicken. Du musst auf jeden Fall nur dafür sorgen, dass du eine freie Fläche findest. Ich und Arda schicken unsere Männer. Wir kaufen dort dann die Fläche ab, machen das in deinen Namen dann alles. Das gleiche auch in Islamabad. Dann hast du zwei Franchise. Wirst du auf jeden Fall schaffen. Du kannst von Dingen jetzt Schule, alles weghauen. Alles auf alles scheißen. Komm in die Gruppe rein und genieß dein Leben. Damals waren wir immer am Start mit FIFA 21 Karriere und den Weiten. Ja, Bruder, ja, ja. Ich glaube, damals warst nur du da, glaube ich, gefühlt, Bruder. Du, Inter Mario und Inter, warte, guck mal, Inter Milano, das war ja der Duell, Inter Mario und du, Bruder. Hedinho kam noch ein bisschen später, der kam erst ab FIFA 22 erst, am Release Day war der erste. Dann mit der Zeit kam jeder und jeder und jeder. Mosi habe die Regelkunde, nein, ich bin jetzt nur der Geschäftsmann. Ich mach nur Papierkram, Digga. Okay, komm. Investieren 100% Gewinn. Bruder, 120. Was für 120? Bruder, wir hier gehst du mit Gewinn raus. Bruder, was für 100%? Was geht ab? JL, man. Justin. Was geht ab, JL, man? Was geht, du italienische Meister? Forza Inter. Was geht ab, HSV? Alles klar? Echt krasse Entwicklung. Ja, Bruder. Claro. Claro. Claro, und das ist ja nur der Anfang, Digi. Mit Gewinn Inter plus, warte, mit Gewinn plus Inter-Trikot, genau. Man wird noch hier der Inter-Fan werden. Wichtig, ne? Ist einfach die Kindheit von Jatto. Aha. Da ist schon was dran, Digga. Da
Da ist schon was dran, Digga. Also ich weiß nicht, wie viele schon von euch mich seit wann schon gucken, aber Ehre auf jeden Fall. Ehre auf jeden Fall an alle. Mausi, guten Tag. Jatto, wir haben sogar gerade über dich geredet. Wie geht's dir? Alles klar? Wie geht's dir, mein Bester? Und Hadi war auch dabei. Stimmt, genau, Hadi war auch dabei. Ey, wenn ich Hadi vergessen hätte, ne? Hadi ist, glaube ich, sogar einer der ganz, ganz ersten. Anonym war auch immer schon dabei. Ich hoffe, von den ganz, ganz, ganz ersten, die ich lesen, also die ich noch weiß. Da haben wir noch andere Namen. Aber schon krass, Digga. Aber wie gesagt, Digga, wichtig ist, egal wer war noch dabei ist, wichtig ist, dass ihr dabei seid, dass ihr am Start seid, dass ihr an Bord seid, Digga. Das ist das Wichtigste. Mose, ich habe gerade Timber und Dias Stotz gezogen aus auf Leverkusen. Der Konz stabil, Digi. Schnell Innenverteidiger. 2,1 ist der ganz schnelle und der eine ist der physisch starke, Digga. Ist stark, Brudi. Nur die Legenden kennen Frau Mosi, genau, genau. Warte, hieß sie Frau Mosi oder wie hieß sie, Digga? Oder hieß sie Mosi Ferngirl oder so? Ja, das war aber, die Waren wissen auch, wer das war, Digga. Die Waren der Waren wissen auch, wer das war. Beides Untrade, klar, Bruder. Das waren ja Red... Ach so, hast du die normal gezogen? Ich dachte als Red Pick, Brudi. Ich dachte als Red Pick, Digga. Das ist albern. Das ist albern. Das ist albern. Das wäre auf jeden Fall Cash gewesen. Also was heißt, das wäre jetzt nicht die Welt gewesen, aber es wäre Cash gewesen. Bin zu schlepp wie Belmose. Ja, Mann. Komm, Digga, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Ich gebe mal diesen Bray hier. Ja, dem muss man Engine geben. Klipp und klar. Nee, wir geben ihm den Dings, Digga. Shadow. Shadow. Na nee, komm. Chemistry Style. Chemistry Style. Chemistry Style Engine. Engine. Yo, was geht ab, Flames? Alles klar bei dir, Bro? Welcome in the stream. Welcome in the stream. Wie geht's dir? Was machen Sachen? Ich bin auch dabei, Digga. Alle sind am Start, Digga. Was geht ab? Was geht ab? Aber am besten, you know, Bro, you know, am besten mit deinem Account. Am besten mit dem Yellow-Account. Es wäre am besten, mein Bester. Warte, was für Werte hat der? Was für Werte hat der? Ja, dem muss man eigentlich einen Hawk geben, ne? Ein Hawk wäre am besten bei dem. Nochmal bei dir, Digi, bei mir auch tipptopp, Brudi. Bei mir auch tipptopp. Digga, warte mal, basic. Was soll man den geben, Digga? Basic reicht eigentlich aus, Digga. Obwohl, ich überlege sogar, den einen Engine zu geben. Ich überlege sogar, ihn einen Engine zu geben. Auf richtig ernst. Ich gebe ihm sogar, glaube ich, den Engine. Oder? Nee, scheiß mal drauf. Einfach mit Basic, Digga. Alle mit Basic. Bei ihm könnte man was überlegen zu machen. Bei dem könnte man was überlegen. Aber nee, Basic, alle Basic. Was hat der? Was hat der? Ja, komm, nee, Basic, Digga. Basic ist geil, Digga. Immer mit Basic reinstarten. Und dann kann man auf jeden Fall gucken, was man ungefähr verbessern muss. Dann machen wir das auf jeden Fall. 3-5-2 Ingame, Akin Fan war hier. Warte mal. Was für Eigenschaften haben die ganzen Brees? Saka Marksman, ja, ja, bei dem auf jeden Fall Marksman. Richtig. Warte, was hat der? Angeschnittener Schuss, dann bleibt er hier. Der hat Außenrissschuss und angeschnittener Schuss. Krass, okay. Das passt schon mal. Ja, komm, here we go. Ich spiele Cancelo Tots jetzt als LM in 3-5-2. Bruder, so muss es sein. Das ist das Beste, was du machen kannst, TK. Das ist das Beste, was du machen kannst. Hoppala, das ist falsch. Grille ich hier hin. Gibt's White. Saka.
Und dann haben wir noch die enge Raute, Digga. Enge Raute könnte auch sehr interessant werden. Wo ist dieser Noble an? Da ist er. Er ist unser Innenverteidiger. Das ist schwierig. Aber ich glaube, ich werde so eine provisorische Links machen. Dreierkette. Das ist dann unser Sechser. Saka kann die rechte Seite übernehmen. Ja, so machen wir das. Aber ich werde wahrscheinlich nur mit der 3-5-2 spielen. Here we go. Was hältst du von Cantona Mahomes, Bruder? Cantona, generell geiles Dribbling, ne? Stabiler Spieler, wenn man den einbauen kann. Warum nicht, Digi? Warum nicht? Aber komm, here we go. Body weg und dafür der 90er IV aus EFL Tots. Na, ich lasse ihn erstmal drinnen, Bruder. Ich lasse ihn erstmal drinnen. Später kann man das auf jeden Fall machen. Jetzt erstmal reingehen, Digga. Wir haben schon. Wir haben, glaube ich, 20, 30 Minuten jetzt investiert in alles. Ey, das ist ja. Das ist ja Division Rivals. Das ist ja Division Rivals. Hab ihn gezogen aus dem Icon Pack. Ey, stark. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Oder sagst du, ne, hätte besser sein können? Weil im Endeffekt, wenn eine Karte dein Team verbessert, dann ist es ja von Dinge im Endeffekt immer ein Win, ne? Egal, was die anderen sagen, yo. Ey, ich bin gespannt, Digga, wie die Mannschaft spielen wird. Und? Ey, der hat doch Akin Fenwar, Digga. Und da ist jeder kennt mich, Digga, Ehrenmann. Das wird auf jeden Fall ein Test sein. Das wird auf jeden Fall ein Test sein. Das Ding ist, ich spiele gegen einen Kanton, ich meine, gegen einen Akin Femba und ich spiele mit einem. Here we go, komm, let's go. Let's go. Ehrenmann. Digga, der sieht ja in-game richtig breit aus, Josefa. Josefa, Bruder, der ist in-game zu wild, Digga. Er hat zu viel Adli Eggmax gegessen, Digga. Und da bietet er sich an. Jetzt, ah, schade. Ui, Van Dijk. Van Dijk mit 98 Defensive. Der Few. Akin Fenwar. Ui, nein. Ich hab's gesagt, Bruder. Ja, Bruder, das ist ohne Scheiß sogar der sah. Wo die Karte rausgekommen ist, ne? Sah der richtig so süß aus, ne? Man dachte so, okay, Digga. Er hat mich an Yato erinnert, Digga. An unseren Yato, seinen Pro-Clubs-Charakter. Abo. Aber in-game ist er schon so eine kleine Macht, Digga. Hoffentlich sehe ich die Tage, wenn das Premier League so was Gutes. Hoffentlich, Brudi. Hoffentlich, hier alle. Er ist sehr gut, aber hatte davor echte Moments. Hab's auf. Bruder, wer ist dieser P-Typ da, Bruder? Puskas, ach so, Puskas. Komm, Noble. Komm, Bukayo Saka. Bukayo Saka mit der Flanke. Oh, schade. Schade. Ui. Die Leute, die in den ersten 5 Minuten des Spiels fragen, wie ist der? Ja, Bruder. Bruder ist richtig gut. Warum nicht, Digga? Ich nehme mir sogar die Zeit, Digga. Und zack. Beziehungsweise ich will ja die ganze Mannschaft abchecken, Digga. Ich werde auf jeden Fall nach der Champions-Quali sagen, wie die Mannschaft ist. Aber ich sage euch ehrlich, die einzige Karte, wo ich richtig Bock habe, eigentlich zu spielen, ist Grealish. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte schon mal mit seiner Footbeater gespielt. Das haben so ein Spielertyp für mich, Digga. Jetzt spiele ich nach langer Zeit wieder mit der Karte. Aber komm. Nee, heute der Stream ist für Akin Fenwar. Der heutige Stream ist für Akin Fenwar. Ich habe extra sogar nur ein Thumbnail für ihn gemacht, Digga. Hey, guys. Brudi, ich werde dann auf jeden Fall gleich versuchen, mit ihm
paar Kopfwelle reinzuballern, vor allem nach Ecken, ihr wisst ja, meine Eckentaktik. Aber ich sag euch ehrlich, ich vermisse auch ein bisschen meine Mannschaft, Digga. Ich vermisse auch ein bisschen meine Mannschaft. Aber für die Foot Champions Quali kann man das auf jeden Fall machen. Oh no. Ericsson. Ja. Also ich weiß nicht. Bisher. Der Gegner ist mit seinen Dings nicht so am Performen, ne? Der Gegner performt mit seiner Akinfirma noch nicht. Wir hatten noch keine richtige Szene gehabt. Oh no. Gegen wen spielt Inter noch? Bruder, Inter spielt gegen Cagliari. Und am letzten Spieltag gegen Sampdoria Genua. Sollten wir eigentlich machen, darf man natürlich nicht unterschätzen, aber sollten wir eigentlich machen. Milan spielt gegen Atalanta und Florenz. Ich hoffe, die patzen. Oh no. Ref. I want a foul, man. I want a foul. Komm, wie schnell. Nein, schade. Ich dachte, vielleicht über rechte hin. Schade. Also noch gegen Sassuolo und Atalanta. Ja, genau. Sassuolo und Atalanta. Das Ding ist, das sind Gegner, die könnten Milan ärgern. Aber man muss ehrlich sagen, dieses Jahr, Milan, ne? Die haben einen Spieler, mit dem die auf jeden Fall jeden auseinandernehmen. Und das ist Leao. Leao? Der ist so stark in 1 gegen 1 Situationen, ne? Der ist so stark in 1 gegen 1 Situationen. Man merkt, Digga, die ganzen Mannschaften, die haben auf jeden Fall Angst, gegen ihn zu spielen. Also die, ich meine, die Verteidiger. Der Einzige, der ihn bis auf jeden Fall auf easy verteidigt hat, ist Skriniar. Ohne Scheiß sogar. Skriniar, einfach Mann, ein richtiger Krieger. Sonst jeder hat gegen ihn gepatzt. Die wurde auseinandergenommen. Und man muss sagen, bei Milan Leao war Game Changer. Also wenn er so weitermacht, Digga, ich sag euch ehrlich, Digga. Man darf ihn auf jeden Fall dann... Boah, ey, schönes Tor, Digga. Das war ein geiles Tor. Man kann ihn auf jeden Fall auch ohne Scheiß zu Top-Spielern im Flügelbereich auf jeden Fall einschätzen. Weil, Digga, einer der wenigen, der auf jeden Fall immer so... Immer nur das 1 gegen 1 sucht, Digga. Immer dieses 1 gegen 1 und dann auch erfolgreich gewinnt. Oh, shit, man. Und Mittwoch gegen Juventus. Ja, Bruder, genau. Genau, das ist halt Coppa. Aber ja. Yeah. Runter ist das Restprogramm genau wie. Safe, Pudi, sagst du, dass Pauli aufsteigt? Also ich habe Tabelle oder so nicht gesehen. Aber ist nicht HSV Zweiter, Brudi? Ist nicht HSV Zweiter? Atalanta ist Sassuolo und ey. Das Ding ist, theoretisch, so laut Kalender müssen wir gewinnen, aber es ist ein Fußballspiel, da kann alles passieren. Kann sogar sein, dass Inter bei den Spielen verliert und Milan bei den Spielen verliert, ne? Und Milan dann so am Ende Meister wird, also kann alles passieren. Im Endeffekt, egal was auch nach 2 Wochen passiert, wir hätten auf jeden Fall gewinnen können, aber das war dann auf jeden Fall unsere eigene Schuld, Digga. Als wir nicht Meister werden sollten, aber wir sollten auf jeden Fall das sauber machen. Bremen 2, HSV 3, aber steigen safe nicht auf. Regensburg gewinnt 3-1, aha. Schalke schon als Aufsteiger fest, Werder 2. und HSV 3. Oha, Digga. Skriniar soll mal zu Juventus wechseln, ey, ohne Scheiß sogar, ne? Vor 2,5 Wochen hat sogar Juventus bei Inter angefragt, ne? Für Skriniar. Digga, sind die dumm? Was denken die sich? Ja, komm, Bruder, nimm ihn mit. Am besten sogar für 20 Millionen, so auf süß. Nee, nimm ihn ablösefrei. Digga, jetzt auf Ernst. Die haben sogar angefragt, Digga. Richtige Dullis, Digga. All in your feelings, I've been all in them trenches.
Digga, guck mal, ey. Justin oder HSV, ich sag euch jetzt wieder eine Sache, ne? Guck mal, kaum seid ihr wieder am Start, Digga. Jetzt ist dein Account am Start. Was soll ich jetzt machen, Digga? Was soll ich jetzt machen, Digga? Ihr werdet sagen, ihr seid das nicht, aber meint ihr, der Dennis würde sagen, dass der Dennis sagen würde, ich bin Yolju, das ist sein Nachname, bevor er sagt, ich bin Yolju, Digga. Und ihr habt ihn auch öfter schon sogar getriggert wegen den Namen, was ist ein Yolju und sowas. Jetzt seid mal ehrlich, Digga. Jetzt seid mal ehrlich, Digga, was soll man da machen? So auf den. So, was soll man jetzt da machen? Kann sein, dass er das auch in Wirklichkeit ist, aber irgendwie schon ein bisschen sus, yo. Ich hätte gesagt, komm, wenn Demiral... Nein, Digga, niemals. Scheiß mal auf Demiral. Demiral ist gut, aber kein Intermaterial. Kein Intermaterial. Wir kennen ihn nicht, okay? Ja, aber Jungs, Digga, so, warum kommt doch mit einem richtigen Account rein? Warum immer diese ganzen Faxen? Warum immer mit diese komischen Faxen immer? So, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wir waren schon ein paar Mal Partys, Digga. In Partys immer auf korrekt, Digga. Im Stream solche so dumme Faxen, das ist schon albern, Digga. Ist schon albern, sag ich euch ehrlich, Digga. Also auf den, wenn ihr versucht, so mich damit zu triggern, schafft ihr eh nicht. Aber ich denke mir nur, Digga, woher diese Zeit, Digga? Woher hat man so viel Zeit, solche Faxen zu machen, Digga? Also weißt du? Beleidigen, wir brauchen sie nicht, machen kein Auge oder sonstiges, oder willst du das? Oder willst du jetzt auf den sagen? Willst du auf den sagen, dass du mich damit was machen kannst, Bruder? Also wenn du willst, versuch mal. Versuch mal. Versuch mal. Versuch mal. Demiral ist aber Fennel-Fan und war Spieler von denen, das ist sehr negativ. Ja, egal, Bruder. Egal. Ja, komm. Einfach wegbauen und Stress vermeiden. Ja, Bruder. Bruder, das Ding ist Booster. Booster, ich sag dir eine Sache, ne? Ich sag dir eine Sache oder den ganzen anderen, ne? Ich bin schon so weit, Digga. Ich bin schon so weit. Die können nicht damit rechnen, Digga. Wie viele Schritte ich schon weit denke, Digga. Also ich hau mir jetzt nichts raus. Aber wenn jemand versucht, Faxen zu machen, ich bin so weit schon ready. Ich müsste nur... Ich sag euch eine Sache, ich müsste nur einen Anruf machen, nur einen Anruf, ohne in irgendwelche Filme zu sein. Digga, Digga, da wären die Stimmen würden gar nicht mal rauskommen. Also mir egal, wer da welche Faxen macht, mir egal, wer das ist oder wer das macht oder keine Ahnung, Digga. Ich muss ehrlich nur einen scheiß Anruf machen, Digga, und dann ist die Scheiße vorbei. Aber warte mal kurz. Ich versuche nur das Game auf süß noch mitzunehmen. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Ja, Bruder. Reserva, Bruder. Ich bin ein netter Mann, Bruder. Ich bin ein netter Tomatenverkäufer. Ich bin ein netter Tomatenverkäufer. Ich bin ein netter Tomatenverkäufer. You know what I mean? Ich bin ein netter Tomatenverkäufer, der nebenbei Straßen baut, Digga. Aber auf den, Digga. Auf den. Auf den, Digga. Das Ding ist, viele bauen Faxen, Digga, und die denken auch, Digga.
So, im Internet ist man so richtig leicht sicher, Digga. Aber egal, Digga, bevor ich hier so rauspacke, Digga, lieber alles erstmal geheim halten, Digga. Lieber erstmal alles geheim halten, Digga. Dann ist das noch geiler, Digga. Und wenn dann irgendwas passiert, Digga, dann weiß auf jeden Fall jeder Bescheid. Okay, Digga, nächstes Mal machen wir das nicht. Jungs, erstmal muss ich ein Ding machen. Ja, Booster, alles easy, Bruder, alles easy. Nach dem Game, Bruder. Nach dem Game, alles easy. Bruder, ich bin ein Mann, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich bin ein Mann. Von deiner Art und Weise, wie wir auch schon ein paar Mal geschrieben haben oder interagiert haben, weiß ich auch, du bist auch auf jeden Fall reif, Bruder. Bruder. So, bevor ich mich von sowas irgendwie kaputt machen lasse oder so. Ich mache immer mein Ding, Bruder. Habe ich dich, habe ich bedroht, Puri? Habe ich jemanden von euch bedroht? Ihr sagt mit Eras irgendwelche Sachen schreiben. Wisst ihr, was für Sachen ihr schon geschrieben habt? Wisst ihr, mit diesen Sachen, ne, ihr bringt euch so in Gefahr, ne? So auf den. Was ich mir mal einfach nur denke ist, so bei mir hat das eh keinen Effekt. Bei mir hat das keinen Effekt, aber ich denke an die anderen, Digga. Es gibt ehrlich Leute, bei denen könntet ihr auf jeden Fall so irgend so einen Effekt hinterlassen, Digga, und die mit sowas nicht klarkommen. Also, Digga, man könnte ja so geil darüber diskutieren, aber ich sag euch ehrlich, Digga, so kaum weggebannt, Digga, und direkt schon, direkt so unnötiger Stress, Digga. Direkt, Digga, einfach weg, Digga. Einfach weg, Digga. Einfach weg, Digga. So diese komischen Vibes, Digga, so. So, keine Ahnung, Digga. Dass man so viel Zeit hat, Digga, das ist schon. Das ist geil. Das ist geil, so viel Zeit zu haben. Ich würde auch gerne so viel Zeit haben. Aber wenn ich so viel Zeit hätte, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte die nicht so darin investiert, in Accounts zu machen. Ich hätte in mir selber investiert. Sport gemacht. Ich wäre rausgegangen. Ich hätte versucht, was aus mir zu machen und nicht irgendwelche komischen Accounts zu machen und jemanden auf die Nerven zu gehen. Aber egal. Video, bist du da? Nein, ich habe das selber gemacht. Aber wie geht's euch? Wollt ihr mal Hilfe haben, im Chat, Bros? Gib Bescheid, weiß ich. Alles easy, Bruder. Alles easy, Booster. Alles easy, danke dir, Bro. Alles easy. Mach dir keinen Kopf, Bruder. Allgemein, FIFA hat ihn auch zerstört. Wer hat mich zerstört, Bruder? Mein Bro, wie war deine Arbeit? Wo ist der WL-Counter? Habe ich weggemacht, Brudi, weil WL ist schon vorbei. Ich habe schon meine Rewards und so alles geöffnet, weißt du? Die Rewards und so alles habe ich schon geöffnet. Deswegen habe ich das weggemacht, aber ich mache das nächsten Freitag natürlich wieder. Wie war dein Tag? Bei mir war auf jeden Fall alles tipptopp. Nur das Ding ist, sehr wenig geschlafen. Aber diese 2 Stunden, die ich geschlafen habe, haben völlig ausgereicht, Digga. War richtig geil. Was meinst du, Maxi? Meinst du zu mir toxic, Bruder? Oder was meinst du, Bruder? Also nur, dass du weißt, habe keine 2 Accounts und supporte dich gerne. Die geht bei dir, weiß ich, Bruder. Du bist immer am Start, Bruder. Du begrüßt. Du interagierst, Bruder. Und wenn du gehst, sagst du auch Bescheid. Bruder, bei dir weiß ich. Alles easy, Bruder. Bruder, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, habe ich ja gefragt. Ach so. Bruder, das Ding ist, so seit längeren Zeit, Digga, da waren so 2 Kandidaten, die Namen müssen wir nicht nennen. Ob die das sind oder nicht sind, ist egal. Aber immer wenn die im Chat sind, passieren so komische Sachen, so unnötige Gespamme, dies, das. Sobald man bei in der Party ist mit denen, so auf einmal so korrekt, dies, das. Also man macht einen Witz, okay, lustig, hahaha. Man macht wieder einen Witz, okay, haha, man kann einen Witz nicht 30 Mal machen, so. Erwartet ihr so eine Reaktion? Ah, Bruder. Lustig, Bruder. So auf dem, Bruder. Weil es ist ein Lost, Digga, so. Und dann noch mit. Egal, einfach. Lass uns einfach dieses Thema vermeiden, Digga. Lass uns einfach eine Sache lernen. Wenn wir viel Zeit haben, macht keine Fake-Accounts oder was weiß ich. Investiert die Zeit in euch, macht Sport.
versucht das Beste aus eurem Leben zu machen und macht irgendwie keine 2-3 Accounts und geht jemanden auf die Nerven. Lass uns aber den machen. Mausi habe 500 Bruno gezogen und bist du damit happy, Bruder? Bist du damit happy? Mein Tag ist gut gewesen, aber warum ist hier so eine schlechte Stimmung? Wer sagt, dass hier eine schlechte Stimmung ist? Also für mich ist hier alles tipptopp. Ihr dürft nicht direkt so denken, dass hier irgendwie schlecht oder so ist. Musik ist an. Wir sind ja am Schnacken. Oder seht ihr, dass Mausi hier irgendwie sauer ist? Mausis, Jungs und Mädels. Wenn man Tacheles redet, ihr dürft nicht direkt denken, dass hier so eine schlechte Stimmung ist. Direkt reden ist doch sehr wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Direkt reden ist wichtig, aber in der heutigen Zeit, sobald jemand so Klartext redet, jeder hat direkt so das Gefühl von, oh, es ist ernst, es ist negativ. Nein, man muss Tacheles reden. Man muss Tacheles reden und das ist wichtig. Genießt den Stream, ja. Hey Bro, ey, sorry, dass ich nicht lange da war. Ich muss über Schule lernen. Hab 6 Arbeiten geschrieben. Alles easy, Brudi, alles easy. Serie 7, alles easy. Lass dir doch Zeit, Bruder. Schule geht vor. Bald sowieso Ferien, dann sehen wir uns alle sowieso. Oder angespannte Stimmung. Nein. Nein, Jungs, so dürft ihr doch nicht denken. Oder ich sag dir ganz ehrlich, folge dir auch mit 2 Accounts. Maxi, Bruder. So scheiße, guck mal, die redet doch nicht mit 2-3, dass man mit 2-3 Accounts Dings macht, Bruder. Folgt oder so. Das ist ja nicht die Sache, Bruder. Die Sache ist so, Bruder. Stell dir mal vor, du machst für 2-3 Accounts auf YouTube. Du machst ein paar Accounts auf Blazy. Du machst ein paar Accounts auf Insta. Schickst ganze zu komische Nachrichten. Nimmst so meine Bilder, bearbeitest die so mit so ekligen Dingern, die du nicht sehen möchtest. Deine, so alles, was mit dir zu tun hat, wird so beleidigt und so. Weißt du, was ich meine? So negativen. So, es juckt mich zwar nicht, es hat bei mir keinen Effekt und so, aber Bruder, was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr damit supportet, macht das, aber es wäre besser, lieber mit einem Account-Supporter zu lassen. Aber dieses eklige, so dass man sogar auf Playzy mehrere Accounts macht und so offensichtlich sogar macht. Und dann, wenn man so mit denen redet, so auf einmal diese Eier reinzieht, das ist schon albern. Ja, okay, das ist hobbylos, ja. Zum Beispiel, okay, ich bin glücklich, dass ich eine Glatze trage, eine gewollte Glatze, aber dann so zum Beispiel mich mit so irgendwas mit Krebskrankes zu vergleichen, Bruder. So auf den. Ich denke mir so, stell dir mal vor, genau diese Leute, die dann solche Witze machen, stellt euch mal vor, euer Kind bekommt das und dann würde jemand zu eurem Kind sagen, ey, du scheiß krebskrankes Kind. Also Gott sei Dank, ich bin gesund, aber stellt euch mal vor, von diesen Jungs aber jemand jetzt irgendeiner von der Familie Krebs bekommen und jemand würde zu denen irgendwas zu deren Glatze solche Witze machen. Ich glaube, da würde die nicht lachen. Oder wenn die sogar das selbst bekommen. Aber egal, lass uns jetzt darüber nicht reden. Lass uns jetzt Spaß haben, okay? Okay, solche sind einfach nur hobbylos, ja. Was soll ich mit meinen Cousins einschalten? Mausi, die sind bereit. Bruder, Ardalinio. Beziehungsweise Jungs. Ich sag euch eine Sache. Dass ich meine Nationalität auch nicht verrate. Was heißt Nationalität? Meine Ethnie. Wenn ich das sagen würde, dann würde ich nur meinen Nachnamen sagen, ne? Nur meinen Nachnamen. Dann würdet ihr wissen, von wo ich bin. Und dann wäre es meine Wahrnehmung komplett anders, Digga. Aber das möchte ich nicht. Ihr sollt diesen Mosi so sehen, wie er hier im Stream sieht, okay? Und nicht wegen seinem Nachnamen. Das kennen einige nicht. Und ist doch besser so. Aber ich mach mal ganz kurz bei mir Dings aus. Die Cam, ich mach die gleich wieder an, okay? Ganz kurz nur. Aber ich bin am Start. Mosi, das sind Kinder. Bruder, ja. Bruder. Okay, ich mach jetzt wieder an. Ich bin wieder am Start. Oh, ich würde ihnen Perma geben, wenn sowas passieren würde. Wäre komplett übertrieben. Ja, guck mal, das Ding ist, Jungs, was ich halt sagen möchte, ist, guck mal, bei mir, es hat keinen Effekt, Digga. Aber ich denke einfach nur direkt an die anderen Menschen, an die anderen. Es gibt zu viele Leute, die haben keine Ahnung, Digga. Die haben wenig Confidence, Digga. Dann gehen die in diese Internet-Scheiße rein und dann gibt es Leute, die haben nichts anderes zu tun, als solche Vibes zu verbreiten, Digga.
Und es gibt Leute, die gehen einfach daran kaputt und das ist nicht cool. Mosi, Etli, Ekmekolo, genau. Aber Fred geht zum Bruder. Cool. Mosi, Sohn von Pablo Escobar. Nein. Und ich spiel weiter und vergiss einfach. Ja, Bruder, ich hab schon längst vergessen. Ihr wisst doch selber, ich vergiss sowieso. Aber komm, wir gehen einfach weiter. Oder wartet mal. Lass uns mal hier gehen. Lass uns mal hier gehen. In Footpin. Lass uns mal in Footpin gehen. Schreib dir 5 Karten rein. Die gucken wir uns einmal genauer an. Und dann geht's ab. Was sagst du zu Haaland, Brudi? Haaland. GG, Digga. Der Wechsel zu Man City, GG. Aber jetzt muss er sich natürlich auch da beweisen, ne? Wechsel ist cool, aber es ist auch wichtig, dass man sich auch dort beweist, ne? Hey Bro, egal wo du herkommst, finde ich super sympathisch und immer wenn ich jetzt schön fühle ich mich an Teller groß zu fühlen. Ehrenmann Yannick. Ehrenmann, so muss es sein, Bruder. Genau. Kamel und Dromedak-Familie, Bruder. Genau, Bruder. Egal, lass uns jetzt auf alle scheißen. Lass uns auf alle scheißen. Wie gesagt, Digga. Wie gesagt, wer Faxen macht, ich müsste ohne Scheiß nur einen scheiß Anruf machen. Mache ich nicht, werde ich auch niemals machen. Ich kann meine Scheiße alleine erledigen, aber ich sag nur, so, wenn ich wollen würde, Digga. Aber brauche ich nicht, Digga. Und so will ich auch gar nicht sein, Digga. Weil ich habe schon alleine so vieles über diese Jungs schon herausgefunden, ne? Ich könnte. Egal, komm, einfach vermeiden. Wie viel Mio ist er gewechselt? Abo, ich weiß nicht. Das Ding ist, ich bin heute aufgewacht, hab bei Fabrizio Romano und bei 433 halt gesehen, dass er gewechselt ist, aber ich bin noch nicht genau ins Detail gegangen. Wer Bescheid weiß, direkt reinhauen. Moin Mosi, was geht? Colin, welcome in the stream, alles klar? Kann ich Perisic als RM spielen? Warum nicht, Bruder? Gerne, Bruder. Du kannst Perisic überall in der Offensive spielen. Überall. Im Sturm, ZOM, auf dem Flügel, ZM, als MS. Auf richtig, richtig, richtig krass kannst du den sogar als Offensiven, also wenn du richtig gut bist, kannst du ihn auch als offensive Achter benutzen. Oder, das mache ich auch ab und zu, einfach mal auf Joke als Linksverteidiger, wenn du so offensive Optionen brauchst. Geht schon fit, außer in der Innenverteidigung, Bruder. Da würde ich den gar nicht machen. Was ist denn heute in FIFA gekommen? Haaland geht für 75 Millionen. Oha, 75 Millionen. Heute in FIFA ist Dings rausgekommen. Akin Fenver. Diese SBC ist rausgekommen. Also wenn ihr einige 84er habt und einen Inform, ihr könnt den theoretisch so als Fun-Card mitnehmen. Ist jetzt nicht die beste Karte so, um eure Mannschaft zu upgraden, aber ist halt eine gute, ist eine coole Karte. Wenn man die nach, beispielsweise man macht nach 2-3 Jahren sein FIFA wieder an. Nach 2-3 Jahren macht man sein FIFA wieder an. Dann hat man auf jeden Fall, sieht man diese Karte, dann hat man wieder so coole Vibes, Digga. 25 Euro. Ja, Bruder, das ist echt viel. Gomez, komm. Gomez gucken wir uns auch einmal an. Obwohl, haben wir das schon, wir haben das schon ein paar Mal geguckt, ne? Aber können wir wieder machen. Oder ohne Scheiß, ne? Der ist sehr wild. Der ist sehr wild. Bruder, der ist schon gefühlt da. Fabrizio Romano habe ich das auch schon abgecheckt. Bei Fabrizio Romano habe ich das auch abgecheckt. Der hat noch so Sachen schon hochgeladen. Guck mal hier, warte. Ey, der hat schon sein Dings geschafft. Sein Medizintest hat er schon geschafft. Okay, er ist schon wieder zurück in Dortmund. Und es wird diese Woche wahrscheinlich noch offiziell gemacht, okay? Ja, so 60 bis... Ja, ungefähr, das sind so diese Zoom. Das sind ungefähr die Zoom, worüber geredet wird. Wo ist Adeyemi? Adeyemi. Ey, warte, könnt ihr überhaupt Dings sehen? Genau, Bildschirm könnt ihr sehen. Genau. Genau, guck mal, we are now close to complete the deal with Borussia Dortmund. There will be no release clause included into his 5-year deal. Also 5-Jahres-Vertrag. Er wird auf jeden Fall bald zu BVB kommen. GG. Genau.
Dybala geht vielleicht auch. Nein, nein, Bruder, Dybala geht nicht zu Dortmund, Bruder. Das kannst du vergessen, Bruder. Also, das sind die Medien, aber CR7, der geht nicht zu Dings. Der wartet doch nur auf Inter, Bruder. Beziehungsweise, er will ja in Italien bleiben, weißt du? Das sind die Medien, die auf jeden Fall auf seinen Nacken Geld machen. 83x5 Premier League und ich habe Trent und Alisson gezogen. Bruder, Yato, Digga, was ist los, Digga? Yato. Er hat sich gewechselt, er wurde nur für einen Dortmund freigestellt für Verhandlungen. Mhm. Wurde gesagt, Bruder, es waren halt die Medien, aber da ist nichts dran, Bruder. Da ist nichts dran. Also momentan, du weißt selber, jeden Sommer, die werden auf jeden Fall jeden Spieler mit Dortmund, beziehungsweise es werden so wilde Spieler mit jeder Mannschaft so zusammengebracht, man denkt sich nur, Digga, was wollen die mit uns machen, Digga? Genau. Entweder Inter irgendwo nach England oder Atletico. Oben, was hast du oben geschrieben? The Rare Moments, können wir gleich machen, Bruder. Können wir gleich machen. Nein, Digga. Bellingham, Digga. Stell dich mal vor, ich sehe seine Totzkarte, Digga. Stell dich mal vor, ich sehe seine Totzkarte, Digga. Was ist besser, Fortnite oder FIFA? Ich finde FIFA. Buddy, das Ding ist, beide Games sind geil, weißt du? Beide Games sind geil. Es kommt viel auf Lust und Laune an. Also, aber ich sag mal so, FIFA könnte ich alleine auf jeden Fall stundenlang spielen. Fortnite aber nicht. Fortnite spiele ich nur, wenn ich so mit Kollegen bin. Wenn ich mit der Community oder so spiele. Aber alleine könnte ich Fortnite höchstens ein, zwei Runden, dann kann ich nicht mehr spielen. Das dauert mir zu lange dann. Pulitzer mit 90 Stats, ja, Bruder. Das ist Nainggolan Gang, Bruder. Das ist Nainggolan Gang. Das ist wortwörtlich Nainggolan Gang. Ich guck mal, ob diese Karte noch da ist. Was für Nainggolan Gang? Nainggolan Tots. Genau, das war die Karte. Ich hoffe, ihr kennt diese legendäre Karte noch. Kann man das im Stream gut sehen? Die Werte? Hoppala. Kann man die Werte sehen? Oder warte mal, wir vergleichen mal. Okay. Bellingham hat ein Tempo mehr. Aber er hat drei Schuss mehr, der Nainggolan. Bellingham hat, also Nainggolan hat sogar zwei Pass-Stats mehr. Die haben gleiches Dribbling, also beide 96. Nainggolan hat auf jeden Fall mehr Defensive, drei Stück mehr. Und auch mehr Physis. Digga, diese Karte. Bruder. 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 Nainggolan, Digga. Was hat der nur aus sich gemacht, Digga? Wann kommen Bundesliga Tots? Ah, Brudi, ich bin mir nicht sicher. Es wird auf jeden Fall demnächst eine Dings rauskommen. Demnächst kommt, glaube ich, La Liga. Dann die Bulli, dann Liga und dann die Serie A, soweit ich weiß. Aber immer am Freitag, wenn die großen Ligen release. Also ich denke mal nächste Woche Freitag, diese Woche Freitag, kommt höchstwahrscheinlich La Liga. Auch ein Mittelfeldspieler, den ich als RM spielen kann. Also ein ZM, den du als RM spielen kannst, oder wie? Boah, was eine Karte. FIFA 20 ist mein erstes FIFA, was ich richtig spiele. Und diese Karte sieht sehr, sehr wild aus. Bruder, unnormal. Also kannst du Team bauen? Bruder, was für ein Team und für wen? Also wenn ihr wollt, dass ich was für euch mache, dann macht lieber den hier. Schickt mir eure Sachen auf Insta. Dann melde ich euch, melde ich mich bei euch nach dem Stream. Okay? Weil im Stream immer schwierig, dann verschwendet man sehr viel Zeit. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Ich würde mal sagen, ich scheiß mal kurz auf die Quali. Ich scheiß mal auf die Quali und gehe direkt in Dings rein. In Division Rivals. Liebe Grüße von meinem Bruder. Ehre Mann. Grüße an ihn auf jeden Fall zurück. Egal, ich passe ein bisschen
und schaue, was ich als Bestes schaffe. Ja, Bruder, mach. Wenn ich, wie gesagt, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, einfach Screenies auf Insta senden, da würde ich mich auf jeden Fall bei euch melden. Wiesbaden VfL. Nein, ich habe Dings nicht reingepackt auf meine Ersatzbank. Ich hätte eigentlich gerne Akin Fembof so eingewechselt. Schade. Erinnert mich auf jeden Fall im nächsten Game. Erinnert mich bitte im nächsten Game, dass ich ihn auf jeden Fall reinpacken muss. Okay. Hat jemand Dings bei mir? Nee, das ist für Champions Quali. Nein. Ich wollte Rivals spielen. Egal, komm. Dann machen wir eben den hier. So ist das eben. Mach ihn. Oh no. Oh no. Aber DK, welcher Spieler wäre denn? Oder was heißt welcher Spieler? Welche Startformation hast du eigentlich momentan? Und wie, in welcher Formation würdest du dann in-game diesen Spieler spielen? Also den du meinst, den ZM, den du als RM spielen möchtest. Warum gibt man für 35k für FIFA aus? Wer hat das denn gemacht, Bruder? Wer hat 35k für FIFA ausgegeben? Wer war das? Geilomatico. Komm, schaust du, push dich, Bro. Ich glaube nicht. Bruder, danke dir, Bro. Machen wir. Das machen wir. Und mit dem Tor haben wir schon mal den geilen Eröffnungstor gemacht. Ich glaube, Cremex hat da sogar nicht mehr investiert oder so. Der hat doch alles reingeballert, Digga. Das Heftige ist, ich glaube sogar englische YouTuber, FIFA-YouTuber, den war sogar Trimax, glaube ich, so im Begriff, ne? Also, ich glaube, so hat der hat auf jeden Fall auf den Schlagzeilen gemacht, der Bre. Schade, Mann. Ach, Broski und Easy geben noch mehr aus? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, kann sein, dass sie auf jeden Fall mehr ausgeben. Aber ich glaube, der Trimax hat das auf jeden Fall so vermarktet dann vielleicht, sodass in unseren Köpfen so bleibt, dass der Trimax mehr ausgegeben hat. Oder es wird da auf jeden Fall mehr Hype gemacht. Oder es könnte auch sein, dass man denkt so, ja, auf den, die Brees gehen ja so oder so aus. Bei Trimax ist das mal was Neues. Der hat mit FIFA eh nichts zu tun. Und wenn dann so einer so viel reinballert, Digga, das ist schon interessant. Schade. Ja, der Schuss war nicht gut. Anfangsformation 4-3-3, Ingame 3-5-2. Okay. Du willst also einen ZM, den du auf der kompletten rechten Seite spielen kannst. Ah, schade, Digga. Er ist ausgerutscht. Der Dulli ist ausgerutscht. Und wir wollen den Longshot Goat wieder. Natürlich. Wir haben ja schon ein Tor gemacht mit Dings, mit Longshots. Aber ich will die mal mit Dings probieren. Ich will die mal mit Dings machen, mit den. Wie hieß der gute Mann? Akin Fenver. Ich habe letztens, ne, habe ich sogar überlegt, Digga. Ich werde mir, glaube ich, meine Streams alle mal durchgehen und vielleicht dazu so eine Compilation machen. Am Ende von TOTS. Oh shit, der war kacke. Ich habe nur 200 Euro für FIFA ausgegeben. Bruder, CR7, Bruder, das ist auch viel, yo. Das ist sehr viel Geld, Brudi. Also egal, ob 37k oder wie viel auch immer, oder 200 oder was auch immer. Das ist auch sehr viel Geld, Bruder, weil es ist im Endeffekt nur was Digitales und nach einem Jahr hast du das eh nicht mehr, weißt du? Weißt du, was ich meine? So, geh mal lieber mit diesem Geld eben damit essen. Hol dir was Cooles. 74 EP wird schwer. Was? Darauf habe ich gar nicht geachtet, Digga. Aber machen wir, Bruder. Da machen wir einen Vollspannschuss.
Vollspannschuss. Ui, Latte, der hat auch nicht gut getimed, ne? Aber den hat er gut gemacht. Also Tizi und Broski sehen in jedem Stream Packs. Das ist heftig. Aber das Gute ist auch, glaube ich, die investieren auf jeden Fall dick rein, aber die holen natürlich auch alles wieder raus, ne? Also generell, ich glaube, die ganzen großen YouTuber, das ist am Ende eh so eine Investition, glaube ich. Also die es stecken rein, holen auf jeden Fall raus. Jeder hat auf jeden Fall seinen Win, ne? Die Zuschauer haben deren Dings. Die ganzen Zuschauer haben auf jeden Fall Entertainment. Man kann auf jeden Fall coole Sachen vielleicht sehen, wie die gezogen werden. Und die Creator machen auf jeden Fall auch Plus. Und es ist auf jeden Fall ein Win-Win für jeden. Aber wichtig wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob die das sagen, aber ich glaube, wichtig wäre auf jeden Fall, dass man aufpasst, dass die Zuschauer nicht irgendwie dazu vielleicht so, dass die auf die Ideen kommen, auch vielleicht so viel zu investieren, weil im Endeffekt, die würden das ja nicht rausholen. Also die hätten vielleicht haben die viel Coins am Ende, vielleicht geile Karten oder so, aber das würde jetzt keinen Sinn machen bei denen. Ich weiß nicht, ob die das sagen. Die haben viele Sponsoren, ja, das auch. Das ist auch, also gibst du nicht wie viel Geld aus? Nein, Bruder. Colin, ich investiere eigentlich noch was Wertvolleres als Geld, und das ist auf jeden Fall meine Zeit, weißt du? Ich investiere meine Zeit. Das Einzige, was ich bei FIFA mache, ist einmal im Jahr das Game kaufen und dann meine Zeit und ja, Stromkosten und das Ganze, ne? Das ist das Einzige, was ich investiere. Wie heißt die Karte von England, der Bradford? Hab den gemacht. Ich glaube Gibbs White oder so, Bruder. Ich glaube Gibbs White, wenn du den meinst, diese ZOM-Karte. Richtig so, genau, Bruder. Weil ich sag dir ehrlich, Geld kommt, Geld geht, ne? Aber Zeit ist eh das Wertvollste. Du kannst nicht irgendwann sagen, hey Bro, ich will wieder 24 sein oder 18 oder was auch immer. Ich habe aber da drei Icons gezogen. Bruder, du kannst da die besten der besten Sachen ziehen, CR7. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also ich hoffe, du checkst den Punkt davon. Weil im Endeffekt, nach einem Jahr ist das eh nichts mehr wert. Weißt du, man holt dann ein neues FIFA. Natürlich hat man dann für den aktuellen Moment so, die Hormone sind am Kicken, Digga. Man hat Spaß und so alles. Aber es ist trotzdem im Endeffekt nur was Digitales. Es hat so nicht so einen Wert, wenn du irgendwas beispielsweise holen würdest oder wo du so eine richtige Experience hast, weißt du? Aber im Endeffekt, Bruder, im Endeffekt, so, wenn du Spaß hast, dies, das, bevor, ich sag mal so, das ist nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, Packs kaufen ist gut, aber das ist meine Meinung, bevor ihr diese 200 Euro, die du zum Beispiel investiert hast, bevor du das in Alk, in Drogen oder solche negativen Sachen reinballerst, mach das lieber in dieser Sache. Aber es sind beide Sachen machen auf jeden Fall süchtig und am besten beides lieber vermeiden. Was war dieser andere Schuss, den du meintest, anstatt R1? Vollspannen, Bruder. Vollspannen, da musst du eigentlich mit dem starken Fuß einfach mit so zwei, drei Balken ins lange Eck schießen. Ich kann dir das einmal zeigen. Die gehen auf jeden Fall auch öfters mal gut rein. Oh shit. Kann ich auf jeden Fall gleich einmal machen, okay? Muss eigentlich nichts Besonderes machen. Einfach mit dem starken Fuß ins lange Eck dann. Warte, jetzt achte mal auf den so, zack. Also das war jetzt nicht der beste Beispiel, ich wurde auch ein bisschen von hinten gedrückt, aber so, wenn der auf lange Eck gekommen wäre, einfach so einen Powershot machen, weißt du? Die gehen eigentlich auch gut, wenn man nicht so weggedrückt wird. Aber komm. Ich kaufe mir nur das Spiel einmal im Jahr und dann gut ankommen. Oha, 2k ist sehr viel, Digi. Das ist eine Miete, Digga. Habe ich überhaupt umgestellt? Ja, sehr wichtig. Das ist eine Miete, Digga. Das ist sehr viel.
Ist jetzt halt du ein gut, Brudi. Ich habe nur ein Spiel mit dem gemacht, aber das Ding ist, ich war in dem Game gar nicht drin mehr. Also ich war da mit dem Kopf bei ganz anderen Sachen. Deswegen kann ich erstmal dazu nichts sagen, weißt du? Dazu kann ich erstmal nichts sagen. Achso, weißt schon, was du meinst? Danke, alles easy. Oh mein Bruder hat gerade Roberto Carlos gezogen. Bruder, GG. GG an ihn. Roberto Carlos. Sandro. Pap. Das war halt auch so einfach so ein Vollspannschuss, ne? Natürlich war das jetzt im 6. aber es gibt ab und zu diese Spots. Es können einige auf jeden Fall solche Bälle richtig gut reinballern. Wichtig ist da auf jeden Fall, dass man viel Schusskraft hat und Fernschuss, also Weitschüsse. Dann gehen diese Bälle auch richtig geil rein. Leute, wir sind gerade ungefähr 12 Zuschauer. Wer geht von euch eigentlich im Sommer Urlaub machen? Auf den wer Urlaub macht, eins in den Chat. Wer in Deutschland, Österreich oder Schweiz bleibt, zwei. Lautaro, lange Eck, wichtig. Wichtig. Hast du eigentlich schon mal was Gutes in Vorschau-Pack? Ne, Vorschau-Pack nicht. Aber bei Player-Packs habe ich ein bisschen Glück. Da hatte ich ab und zu mal gute Sachen, aber Vorschau-Pack bisher noch nichts. Ich glaube, das Einzige, was ich mal was gezogen habe, was teuer war, ich glaube, das war mal so ein Piqué-Inform oder so. Aber der war auch nur 26k wert, weißt du? Also, aber immerhin was, weißt du, immerhin. Wenn der Akinfen war gut, oder wie der heißt, kann den nicht machen, sonst gerne. Ja. 1. Ich. 2, 1, 1, 1, 1, 1. Ah, okay, die meisten gehen auf jeden Fall. Ja, Kashi bleibt hier und macht seine Geschäfte. Meine beste Karte war bei mir 99er Edison und Sportshop Pack. Stark, Digga. Wie viel hat der gekostet? Wie viel hat der zu der Zeit gekostet, wo du den gezogen hast? 1. Stark, Digga. Jungs. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Orte reinschreiben. Wenn ihr wollt. Meine beste Karte war Sportshop Pack Gomez Hero. Oh, Buddy. Gomez Hero, nice. Wollte Pakete mal Food Battle als RM spielen? Oder ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass er viel Tempo hat, weißt du? Dass er Minimum 90 Tempo hat. Also generell die Spiele, die du da reinpacken möchtest. Wenn die das haben, dann kannst du auf jeden Fall diese Spiele reinpacken. Kurdistan. Ey, nix gegen Kurdistan, Digga. Nix gegen unseren kurdischen Brüder. Was wäre Deutschland ohne unseren kurdischen Brüdern? Oh, gute Grätsche. Deutschland. Ich wäre Oktober nach Türkei mit Familie. Nice, Digi. Nice. Wachsenhaus wahrscheinlich. Nice, Bruder. Geil. Und das ist eigentlich ein Lucky Tor. Boah, nach Monaten wieder mal so ein Lucky Tor gehabt, Digga. Aber ich würde mal das gerne in der WL haben. Saka passt leider nicht in mein Team. Eigentlich wäre sogar Saka so eine richtig gute Karte, den du auch in-game so als Achter so in einer engen Raute spielen könntest. Oder generell irgendwo im Mittelfeld, aber auch auf der rechten Seite, ne? Ich muss dann 3 Tage Auto fahren. Oha. Meinst du nicht vorhin sogar, du bist 7. Klasse oder so, Bruder? Meinst du nicht sogar vorhin, du bist 7. Klasse und du musst... Achso, so auf den ihr müsst halt 3 Tage Auto fahren, ne? Nach Mallorca meinen 18. dann feiern. Yeah. Aber nicht durchdrehen, ne, Yannick? Nicht durchdrehen. Nicht übertreiben, du weißt auf jeden Fall. Nicht durchdrehen. Meine Gegner haben immer so ein Lucky Tor. Ist albern, solche Tore zu kassieren. Auch mit meinem Dad und Sis. Okay, heftig. Ne. Ich brauche nichts außer einen linken IV bei meinem Team. Linken IV, Bruder. Wen hast du da eigentlich gerade in deinem Team? Digga? Irgendwie fallen mir die gerade nicht ein. Ich weiß auf jeden Fall, dass du ein Doppel-Ronaldo im Sturm hast. Du hast... Wen hast du noch geholt? Der Bruni. Und so weiter und so fort. Salam, bin am Stüssel. Ey, Kani Boy. Nein. Wir gehen hier nicht rein. Ihr wisst.
Hier gehen wir nicht rein, ich gehe in Division Rivals rein. PP Food Captain, stark, Digi. Stark. El Pepe. El Pepe. Auf jeden Fall danke an diejenigen, die auf jeden Fall bisher Liebe da gelassen haben. Wir haben auf jeden Fall in den ersten 1,5 Stunden 22 Likes auf jeden Fall geknackt. Ehre auf jeden Fall jeden Einzelnen, der auf jeden Fall Liebe da gelassen hat. Und diejenigen, die komplett neu dabei sind, gerne auch ein Abo da lassen, damit wir auf jeden Fall zusammen und was ist zusammen? Gemeinsam wachsen. Ihr wisst, das ist so ein geiler Spruch eigentlich, ne? Meine Arbeit, euer Support, Yin und Yang. Zusammen schaffen wir alles. Also ich bin um 20 Minuten am Start bei meiner PS, dann lass, mach ein Match. Ja, Brudi. Ja, Bruder. Also machen wir mit dieser Premier League SBC. Meinst du, wo diese Dings sind? Wo dieser Token ist? Wenn ja, ich werde das, glaube ich, morgen, ich glaube, auf der Arbeit machen. So generell, so einige SBCs mache ich, glaube ich, auf der Arbeit in der Pause, Digga. Oder wenn auf der Arbeit, wenn man so auf Asphalt oder so wartet, wisst ihr, was ich meine? Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Handy und so benutzen. Dann werde ich auf jeden Fall dann so Kleinigkeiten machen. Dann kann, bevor man einfach nur so rumsteht oder so, mit den anderen Leuten muss man jetzt da nicht unbedingt reden, da mache ich lieber so Vorbereitung für den Streams und so. Da kann ich das machen, ein bisschen kreativ. Nein, 83x25. Na, ich glaube, ich mache das morgen, Bruder. Morgen, Bruder, auf Handy, Bruder, auf entspannt, weißt du? Morgen auf entspannt. Oh, sehr schön an Saldi. Oh no, oh no, schade, Digga, kein... Ich bin wieder im Foot Champions. Ich glaube, ich bin... Ich habe, glaube ich, kein R1 oder sowas gedrückt, Digga. Ah, Jungs, habt ihr alle ein Like gelassen? Wenn nicht, komm ich euch besuchen, während ihr schläft. Edinho, Digga. Und dann die ganzen Karten discarden oder was? Die Mannschaft löschen oder was? Natürlich nicht. Ich würde, wäre das Division Rivals, ich hätte das verlassen, Digga. Und dann wäre ich in meiner neuen Mannschaft reingegangen. Aber das ist Foot Champions Quali. Das ist nicht so gut. So, Bratans, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Schönen Stream noch. FIFA King, Brudi. Bleib stabil. Bleib gesund. Wir sehen uns morgen, mein Lieber, okay? Hau rein. Hau rein und danke für deinen Support, Brudi. Ui, was eine Parade, Digga. Und Abstoß rausgeholt. Jetzt habe ich Angst. Nein, Janik, du brauchst doch keine Angst zu haben, Bruder. Du brauchst doch keine Angst zu bekommen, Brudi. Du gibst einen Hammer und dann ist alles vorbei, Bruder. Einmal Hammer. Du musst nur einen Hammer rausholen. Oder den Pfannenwender. Moin, was geht ab, Packlack? Welcome in the stream, alles klar? Portugal-Dreieck, links, Bremling, oder Stabilovic, yo. Stabilovic. Stabilovic. Ey, Kakashi, hast du eigentlich viele Coins? Hast du eigentlich viele Coins? Muss ich testen, wir testen heute mal neue Keeper, habe Alisson gezogen. Ja, können wir machen, Bruder, können wir machen. Also ich habe ja auch schon Alisson gespielt, Bruder. Er ist schon interessant, Bruder. Er ist schon schnell, Bruder. Wenn er mal auch, wenn er mal eine Parade oder so raushaut, dann steht er auf jeden Fall auch direkt auf und dreht auf jeden Fall durch, Bruder. Auch beim Rausholen. Mit Dreieck, der kommt sehr schnell raus, aber ich weiß nicht. Ich glaube, Donnarumma, bei ihm ist einfach der Bonus, der ist halt groß, ne? Er kommt halt mit ein paar Zentimeter auf jeden Fall an jeden Ball. 7k? Oder ich hätte jetzt gedacht, du würdest jetzt sagen so 200, 300, 400k. Weil du hast du letztens auch voll reingeballert, ne? Die Player Picks. Besser als GG, ja. Gucken wir. Ich weiß nicht, ob er besser ist, Buddy. Am Ende ist es ja immer vom Verein zu Verein ein bisschen anders, ne? Rechts. Schade. Kann ich Alisson Main spielen? Warum nicht, Bruder? Also wenn du Tots meinst, klar, Bruder, der ist gut, Bruder. Er macht einen guten Job.
Jungs, aus 75 plus Back Messi gezogen, aus 80 plus Ruben Dias Tots, ich sterbe, Jungs. Ey, GG, Diggi. GG. Ruben Dias, Digga. Ey, was ist denn los? Was ist denn leck? Was ist denn leck? Was ist denn leck? Ey, Junge, Digga. Oh no. Ein DSMF, richtiger sogar. Richtiger. Stabile Fernschüsse sind immer am Start, Digga. Bin in FIFA seit FIFA 20 schlage. Warte. Bin in FIFA seit 22 Spiele ungeschlagen. Oha, Digi. Oha. Das ist gut. Dieses wäre gut. Die Jubel vom Gegner macht mich so aggressiv. Was ein Jubel hat er gemacht? Was ein Jubel hat er denn gemacht? Aber scheiß auf die, Bruder. Scheiß auf die, diesen. Man soll einfach deren Spaß haben, yo. Der Longchon Gott ist back. Ihr seid back, Digga. Ihr. Huzefa, Digga. Huzefa gehört zu der Atli Ekme Group, Digi. Oh shit, Maldini, Digga. Maldini und Ginola, Digga. Die sehen schon ähnlich aus, ne? Und Subhanallah, wir haben immer die gleichen IVs, Kilini und De Vrij und Diaz. Irgendwie schon, ne? Und ich habe ja gemerkt, ich habe irgendwie ähnliche Picks immer wie Arda, Digga. Ich habe ähnliche Picks wie Arda, Digga. Auch sehr wild, Digga. Jungs, wichtige Frage. Trinke gerade Powerade, seid ihr für Rot? Blau. Leute, blaue Emojis rein spammen. Nicht so viele, bevor Nightbot euch ballert. Aber blaue Emojis reinballern. Und der nächste Huzefa, Bruder. Der nächste. Wir sind back in the game. Der nächste, Brudi. Ehrenmänner, Digga. Blau, Digga. Bin stolz auf euch, Digga. Und ey, ihr wisst, ne? Ihr wisst auch, Digga. Blau steht für Inter. Rot steht für Milan. Deswegen, ey. Nein, Spaß, Digga. Gönnt euch das, was ihr möchtet, Digga. Aber blau ist das Beste, Digga. Blau ist original. Original. Und ist einfach geiler. Ich habe letztes einmal Dings gesehen. So, oh no. Bisschen bewegen. Wichtig. So eine Idee, Digga. Ich weiß nicht, was das war. So ein Eiscreme aus Powerade. Das war richtig komisch irgendwie. Also was ist komisch? Man kann das sich nicht vorstellen, den Geschmack so, ne? Würdet ihr Eiscreme feiern von Dings? Achim, Bruder, mach ihn. Oh no. Würdet ihr eine Eiscreme von Powerade feiern? Wenn Mosi in Match ist, mach ich Content. Ehrenmann, Digga. So muss das sein, Digga. Hi, Baby. Come to Dubai. Schlechter als gelb geht nicht. Birdie Mac auch blau. Heiße Birdie, Bruder. Heiße Birdie. Ja, safe, lecker. Ich weiß nicht, ob ich... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir den Geschmack nicht vorstellen. So blaue Powerade Eis. Also ich liebe den Getränk über alles, ne? Die Frage kommt zwar oft, Jungs, aber Messi oder Ronaldo? Ich sag nur das hier. Siwi natürlich. Birdie. Wo ist eigentlich Mido der Anubis? Ich glaube, der kommt immer abends, Digga. Ich habe gemerkt, er wird safe so nach 20, 30 Minuten kommen, so nach 0 Uhr oder so. Siwi. Schäm du dich, dass du von dem argentinischen Goat ein Bild hast mit einer Glatze, du? Willst du ihn komplett aufs nehmen?
lange nicht mehr getrunken, seit Jahren nicht mehr. Ja, Bruder, ich glaube, ich habe auch schon sehr lange nicht mehr sowas getrunken. Aber ich habe mir in den letzten 2 Wochen, habe ich mir nach Jahren mal wieder also Softdrinks gegönnt. Ich habe mir 2x Paulaner Spezi gegönnt, Digga. Ey, faul, nein. Schade. Ich bin aus meiner Klasse der Einzige, der CR7 feiert, Kakashi. Das ist nicht schlimm, Brudi. Nicht schlimm, Brudi. Das ist nicht schlimm, Bruder. Ich bin an deiner Seite, Bruder. Irgendwie, ne, ich würde jetzt oder heute oder in den nächsten Tagen, ich würde mal wieder Fortnite mit euch fühlen. Guck mal, wir sind gerade 15 Zuschauer. Hättet ihr Bock, Wochenende vielleicht wieder mal, dass wir zusammen irgendwie Fortnite spielen, wenn ja einzelnen Chat, Digga, so Hide and Seek und solche Filme. Hide and Seek und was weiß ich. Aber natürlich mit einer, natürlich diesmal mit einer größeren Map, weil jetzt kennen wir mittlerweile alle Verstecke in den letzten paar Maps. Also was heißt Dings, wir können auch generell so Gun Game und was weiß ich, verschiedene Sachen machen, aber vielleicht mal wieder so einen Tag, wo wir mal so von FIFA Pause nehmen und mal was anderes spielen, so einfach was zusammen machen, dass wir, ihr wisst ja, wenn man sowas macht, dann schweißt man sich auf jeden Fall auch mehr zusammen und das ist natürlich auch sehr wichtig. Man sammelt so auf jeden Fall Erinnerungen, so wenn jemand irgendwie irgendeine lost Aktion gemacht hat oder irgendwas auch immer. Oder wir spielen irgendwie irgendwelche Sachen, man holt sich einen Win. Man hat auf jeden Fall eine so lustige Erinnerung, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Pro Clubs natürlich auch irgendwann. Aber im Sommer müssen wir auf jeden Fall einige Sachen machen. Komm, der nächste Schuss. Ja, dann habe ich auch meine PS4, alles easy. Am besten, das ist gut, Digga. Wir gucken auf jeden Fall. Eins am besten, Mussolini sagt. Yeah. Aber der beste Spieler ist immer noch Marco Reus. Nein, der beste... Wisst ihr, wer der beste Spieler der Welt ist? Der beste Spieler der Welt ist... N'Golo Kanté. Nee, 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 nee. Alles ja. Fortnite, nein. Oben. Yeah. Wer von euch erinnert sich noch an dieses weiße Kleber von diesen einem... Ah, Bruder, diese Bastelkleber. Bastelkleber. Eine Sekunde, ich mach mal ganz kurz wieder die Cam aus, Jungs. Mach gleich auf jeden Fall wieder die Dings... Die Cam wieder an. Mal kurz diese Lade. Nein. Extra bis in die Länge gezogen. Art Attack. Genau, da war ja diese Bastelkleber. Also mich. Marco Reus Liebe. Ja, Bruder, ist alles easy. Also du kannst deine Meinung haben. Der Bernhard kann seine Meinung haben. Der Justus darf seine Meinung haben. Jeder soll seine Meinung haben. Wichtig ist, egal was wir sagen, dass man auf jeden Fall das akzeptiert. Okay, ich mache jetzt die Cam wieder an. Hallo, ich bin wieder back. Everyone says N'Golo Kanté doesn't have any haters because his smile. Thank you. Muziano ist Liebe. Muziano ist nett, Digi. Muziano ist ein netter Mann. Muziano und Yatiano, Digga. Und Yatiano. Zack. Ich spiele Saka als RM, echt krass. Okay. Überzeugt er dich schon? Überzeugt er dich oder sagst du, nee, ich brauche nur ein paar Games und so? Was hast du ihm gegeben? Was hast du ihm gegeben, Bruder? Ey, Jungs. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mache schnell eine Umfrage, ey. Das ist sehr interessant. Das ist richtig interessant, okay? Kau. Kalt oder warm? Ey, das ist eine sehr interessante Frage. Haut raus, Digga. Haut raus. No joke, ich habe noch nie einen
Oder einfach mal immer gehört, das eingeschränkt oder. Ja, Bruder. Bruder. Der Typ ist einfach nett, Digga. Der Typ ist nett. Ein guter Mann. Welche Kontinent kommst du deiner Heimat, Muziano? Ah, Bruder. Ich weiß, dass ich. Also, viele sagen, dass ich aus Planet Vegeta bin. Aber wir haben gestern darüber noch diskutiert und ich habe ein Bild gezeigt. Und das war auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Im Winter warm, aber sonst kalt, okay. Beides OP, ja. Ich glaube, vieles hat ja auch mit Lust und Laune zu tun, oder? Guck mal, kalte Kakaos sind geil aus diesen Glasflaschen. Kennt ihr diese Glasflaschen bei der Tanke oder in Supermärkten und so? Da gibt es diese Erdbeer-Drinks oder Vanille-Drinks. Digga, das ist Tam so meine Kindheit, Digga. So simpel, Digga. Einfach das damals für keine Ahnung wie viel Cent geholt. Hat völlig ausgereicht, Digga. Aber warm ist natürlich auch geil. Er hat auch eine geile Stimmung. Aber es ist geil, wenn man warmen Kakao, wenn jemand so warmes Kakao in dein Gesicht wirft. Ich finde das richtig heftig, Digga. Also, es bockt doch eigentlich, oder nicht? Dein Gesicht brennt und so alles. Ein bisschen dein Gesicht qualmt und so. Es hat auf jeden Fall was, oder? Eins in den Chat, Digga. Wenn ihr das fühlt, Digga. Kakao ins Gesicht bekommen, Digga. Beides geil, aber im Winter eigentlich schon, ja. Aber beides, es ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? Nein, sieht ihr Kakashis Mann, Digga. Manchmal habe ich Bock auf kalt, manchmal warm. Mhm. Also sagst du manchmal, hast du Bock, dass man dir kaltes Kakao ins Gesicht schmeißt oder warm? Aber ich mag es auch ab und zu in. Ich mag es auch in Dings, warmen Kakao zu duschen. Aus der Dings. Automat, Digga. Richtig gut, Digga. Dann braucht ihr auch kein Deo mehr zu nehmen. Dann riecht ihr sehr lecker. Dann riecht ihr zum Anbeißen. Kakao durch die Nase trinken. Durch die Nase nehmen, Bruder. So, da hast du Dings. Aus den hier, Digga. Ey, Bruder, stell dich mal vor. So einen warmen Kakao. Stell dir vor, ihr seid in der Schulkantine, Digga. Da hast du dieses Brett. Jeder guckt dich so an, euch an. Ihr macht es so ein paar Tropfen so auf euren Tisch und dann so. Ihr nehmt so jeden Stückchen so mit, Digga. Experience, macht das mal bitte. Bro, hau rein, gute Nacht, bin Pen. Gute Nacht, mein Bruder. Hau rein. No back luck. Gute Nacht, mein Bruder. Nein, zu trinken? Nein, Josefa. Nein, Josefa, wir wissen, du willst damit duschen. Duschen ist wichtig mit Kakao. Nicht trinken. Digga, das ballert mies. Bruder, Kakashi, du verstehst, was ich meine, Bruder. Ich habe im Kindergarten Tee in meine Nase geschüttet. Digga, ey. Haut mal Kindergarten-Stories raus, die politisch korrekt sind, Digga. Zack. Ui. Soll ich euch mal eine Story raushauen? Aber das ist schon sehr dreckig. Die Story ist schon dreckig. Also was ist dreckig? Also nicht, dass ihr denkt, so ab 18 oder so, aber die ist schon ein bisschen albern, yo. Aber eins in den Chat, wenn ihr hören wollt, Digga. Aus der Kindergartenzeit, Digga. Was? Verlängerung gehe ich leider. Shit. In die Verlängerung. Ich kann aber so der 7. Klasse was sagen. Kannst du, wenn du willst, kannst du gleich auf jeden Fall reinschreiben. Trinke jetzt kalte Soße, Paulaner Spezi. Gönn dir, Digi. Gönn dir. Eins, aber auch so 5. bis 5. bitte. Ja komm, lass uns alle so. Wir können ja von unten nach oben arbeiten und dann gucken wir mal, welche Stories wir so haben. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, okay? Das war ein Kindergarten, wir hatten Fasching gehabt, okay? Und ihr müsst euch so überlegen, Digga. Ich habe früher Sachen oder Aktionen gerissen. Ich hatte gedacht, ich kann machen, was ich möchte. Und es ist nicht schlimm, okay? Ich habe mir alles erlaubt. Keine Ahnung warum. Ich habe nie irgendwie daran gedacht, was danach passieren würde oder so, okay? Auf jeden Fall, wir hatten Fasching gehabt, da waren sehr viele, wir hatten zwei Gruppen gehabt. Es gab eine
Tiger, nee, eine Löwengruppe oder eine Entengruppe oder sowas. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall in der Entengruppe. Aber an dem Tag, Digga, an dem Tag waren die beiden Gruppen zusammen wegen Fasching, mehr Leute. Wir haben so eine, auf denen, so eine stabile, eine richtige Morgenfolgerparty gefeiert, Digga. Auf jeden Fall, da waren sehr viele mit Tierekostüme da, okay? Der eine war so mit einem Löwenkostüm dabei, also hinten hatte so einen Schwanz hängen. Also die, viele waren dabei, die hatten halt so Tiere an, aber da waren halt so Schwänze hinten, ne? Und ich bin so ein Dulli, ich gehe so, ich mach einfach mein Fuß, also mit Hausschuh auf deren Schwanz, okay? Die gehen weiter und Schwanz ab, Digga. Ich guck so, scheiße, was denn da passiert, Digga? Ich dachte so, auf dem wie in Cartoons, Digga, vielleicht wird das gezogen und zack, das knallt so gegen deren Hintern. Hup, kaputt, ich hau sie ab, Digga. Auf einmal, wir hören so ein Schrei, mein Schwanz ist kaputt gegangen, okay? Mein Schwanz ist kaputt gegangen. Die so, scheiße, okay? Diese Person wurde getröstet. Später, Digga, ich hab das wieder gemacht. Keine Ahnung, ich habe glaube ich an dem Tag bei 4, 5 Leuten deren Schwänze gerissen und da haben die gemerkt, Digga, wer war das, Digga? Die so, das kann nicht sein, dass es gerissen worden ist. Und die fragen so mich, Digga, hast du das gesehen und so, weil ich war immer so dieser Dings. Ich war immer so, für die dachten immer so, mir kann man vertrauen. Keine Ahnung warum, Digga. Die denken, die fragen so zu mir, ey, hast du gesehen, wer das vielleicht sein konnte und so, du bist ein sauberer Junge, du bist ehrlich. Ich so, nein, ich weiß nicht, ich habe dies und das gemacht und so, ich hab da oben mit Dings gespielt, mit Autos und so. Die so, okay. Aber an den Tagen sind sehr viele haben auf jeden Fall geweint, Bruder. Sehr viele. Und so unnötig, so viele Schwänze gerissen. Richtig unnötig. Glaubst du, enthold den Titel? Was geht ab, Jalal? Salam alaikum, Bro. Where is your salam, Bro? Alles klar bei dir? Aber Bruder, ich sag mal so, es sind noch 2 Spiele, Bruder. Es sind noch 2 Spiele. Es kann alles passieren, Bruder. Wir können Meister werden, ihr könnt Meister werden. Es kann alles passieren. Ich würde mal sagen, lass uns auf jeden Fall warten, was passiert. Bevor wir hoffen, dass Milan verliert oder bevor ihr hofft, dass Inter patzt. Lass uns einfach auf ein geiles, auf geile Endphase in der Serie warten. Was passiert, wird passieren. Ändern können wir das eh nicht. Lass uns auf jeden Fall diese spannende Zeit genießen, you know? Aber kann alles passieren. Kann sein, dass wir beide, also beide Mannschaften patzen und Milan einfach auch so gewinnt. Kann sein, dass beide am Ende gleich viele Punkte haben, aber ihr wegen direkten Dings gewinnt. Direkten Duell. Wir gucken auf jeden Fall. Wird sehr interessant. Wird sehr interessant. Alhamdulillah, wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, tipptopp, Bruder. Ihr habt aber im Finale ab Donnerstag... Wie meinst du, Bruder? Wie meinst du Finale? Also wir haben ja halt Dings, ne? Wir haben halt Dings, ne? Das Spiel gegen Juve. Ja, das wird auf jeden Fall Kraft kosten. Das wird uns auf jeden Fall viel Kraft kosten. Wie hat der den gehalten? Der hat ihn nicht mehr gehalten. Ich habe ihn abgeballert. Das kann doch nicht sein. Aber geil, wieder sehr spannend zu sehen. 100 Pro, Bruder. Und guck mal, wer das geschafft hat, Bruder. Natürlich unsere Vereine, Digga. Es hat angefangen mit Inter. Milan ist wieder da, Napoli ist auch wieder da, mit nach so langer Zeit. Ozi hat meinen Schwanz abgerissen. Digga, das hörst du behindert an, ne? Fühle dich, war auch immer diese Vertrauensperson. Bruder, ich verstehe nicht, warum, Digga. Ich weiß nicht, warum. Einmal, ne? Ey, ich könnte... Oh, guckt euch nur mal diese Stats und so, diese Vergleiche an. Ne? Aber wir bleiben auf dem Boden. Aber das ist bei mir immer noch so, Digga. Wenn was ist, Digga, die rufen mich, Digga. Die rufen mich und sagen, so, die wollen von mir hören, Digga. Wechsel Saka, ein erstes Spiel, 2 Vorlagen. Der Gegner geht nur auf Cancelo. Aha. Ja, stark, Bruder. Was für eine Benotung würdest du dem bei dir geben, TK? Ich spiele halt danach gegen Cagliari, die werden... Oder das Ding ist, man denkt zwar, okay, Cagliari, die sind so auf den Schlucker, die sind Abstiegskandidat, aber man darf auf jeden Fall Cagliari nicht unterschätzen, weil die wollen natürlich auch nicht absteigen, die werden auch alles dafür tun und die haben auch einen sehr geilen Keeper, Cranio ist stabil, Joao Pedro und so weiter und so fort. Die haben schon eine coole Truppe,
wird auf jeden Fall interessant, das Game. Atlanta wird auch alles geben gegen uns. Ja, Bruder, es werden geile Games sein, Bruder. Es werden kranke Games sein. Also, wenn unsere Fans, Bruder, also Inter- und Milan-Fans denken so, ey, wir sind durch und so, ey, vertraut mir, das werden, die richtigen Spiele werden jetzt erst kommen. Die richtigen. Die einzige Mannschaft, wo man sagen müsste, ey, bei denen ist eigentlich völlig egal, das ist eigentlich Sassuolo. Die sind schon raus. Die sind raus, die müssen über sich so, über keine Sache eigentlich so Hoffnung machen. Die werden eigentlich so ohne Stress spielen. Uff, Latte. Uff. Bro, ist FIFA einfach nur lächerlich? Mir hat keiner vertraut, war früher so dunkel, jetzt gefühlt weiß. Ey, hallo. Ich denke die ganze Zeit über die Spiele. Jalal, fühle ich. Ich will einfach nur, dass das schnell vorbei ist. Auf Ehre, Akin 5 für Bank geholt, Ehrenmann. Sehr guter Mann. Oben, was hast du oben geschrieben? Bro, geh schlafen, hab morgen Schule, gute Nacht. Und alle gute Nacht an dir und Chat. Danke dir, Brudi. Danke dir, Useferlein. Danke dir für deinen Support. Danke, dass du 2 Stunden mit uns geblieben bist. Hier auf jeden Fall Liebe da gelassen hast. Wir sind immer happy, dass du am Start bist. Schlaf gut. Good night, my dear brother. Und du weißt, nicht unseren Geschäft vernachlässigen. Wir sind jetzt Geschäftspartner, wie beide mit Arda. Wir müssen auf jeden Fall jetzt durchziehen, okay? Wir werden auf jeden Fall bald, wie gesagt, uns bei dir melden. Dann kannst du auf jeden Fall sofort neue Eröffnung machen in Islamabad und in Wien. Also ich hab... Warte mal. Okay, ich habe auf jeden Fall verloren, aber wegen meiner eigenen Schuld, weil ich gar nicht ernst spiele. Ich habe aber auch Angst vor Sassuolo, weil die uns hassen. Oder ich sag dir ehrlich, Sassuolo ist so eine giftige Mannschaft. Einmal in der Saison, die ärgern Inter auch immer, Bruder. Immer. Bologna und Sassuolo sind so 2 Kandidaten. Ich weiß nicht warum, wir patzen immer wieder gegen die. Einfach so, Bruder. Keine Ahnung warum. Scoreboard Swap zu lang, weil ich glaube ich dir, Bruder. Fühlt sich Akin Fenwar sehr schwer an. Bruder Arda, ich sag dir ehrlich, ich habe ein Spiel mit dem gemacht, aber gefühlt konnte ich den gar nicht so richtig spielen, weil du weißt ja, was im ersten Spiel passiert ist. Deswegen. Aber der war, ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall noch vielleicht später, wenn ich morgen noch mit den Spielen mache, dann sage ich was dazu. Das hat 2 türkische Brüder, die regeln. Oder Demiral muss auch regeln, Bruder. Demiral. Boah. Jalal, Brudi. Wie war so deine Stimmung beim Spiel gegen Hellas, Bruder? Wo die in 1-0 Führung gegangen sind. Hast du das Gefühl gehabt, dass sie zurückkommen oder sagst du, nee, vorbei? Was waren deine Gefühle beim Spiel gegen Hellas Verona? Weil ich sag eine Sache, Bruder. Ihr habt einen Leao, Digga. Dieser Leao ist für die Serie A ein sehr unangenehmer Spieler, also weißt du? Sehr unangenehm. Der ist schnell. Der hat doch mittlerweile schon über die letzten 2 Jahre schon gecheckt, wie man an jeden vorbeikommt, Digga. Und der geht immer diese 1 gegen 1 Duelle und das ist schon krass, wie gut er sich durchsetzt. Und der Bre verteilt Bälle, ballert Bälle und gibt alles auf den Platz. Muss man einfach ehrlich sagen, Digga. Der Kopf warm, war kurz Handy laden. Alessisi Angelo, Alessisi, lass hier. Martin, hier Stress, mein Süßer. Demiral wurde letztes Spiel von Atalanta erste Halbzeit eingewechselt, direkt Assist gemacht. Bruder, Demiral muss gegen Milan Hattrick ballern. Ich war optimistisch, da wir eigentlich viele Chancen hatten. Muss auch sein, Bruder. Also die letzten Spiele, man muss klipp und klar sagen, Milan hat auch verdient die Spiele gewonnen. Also wenn da jemand sagt, die haben Bibabu, Bababu, nein. Auch gegen Lazio und diese ganzen Games, Florenz und so weiter, die haben auf jeden Fall dominiert gewonnen. Leo kann einer der besten Spieler der Welt werden. Milan ohne Theo und Leon ist nix. Genau, so denke ich mir auch. Die linke Seite ist richtig geil. Die rechte Seite, da muss man noch arbeiten. Ich weiß nicht, dieser Salamakers, Bruder. Ich weiß nicht, was macht ihr in eurer Mannschaft? Salamakers, Bruder. Also ich weiß nicht, kann sein, dass du als Milan-Fan sagst, ey, der ist so und so, weil du siehst ihn natürlich viel genauer oder mehr als ich. Aber was ist deine Meinung zu Salamakers, Bruder? So, der hat mich irgendwie nie überzeugt, wenn ich irgendwie Milan-Spiele geguckt habe und der am Start ist. Der hat einen coolen Namen. Salamakers. Aber sonst irgendwie keine Qualität so. Man denkt so Bernadeschi von Juve.
Und Mittelfeld brauchen die. Mhm. Guck mal, das Gute bei Milan ist, die setzen auf jeden Fall auf die Jugend. Aber die müssen auf jeden Fall schaffen, deren Spieler zu halten. Aber das ist nicht gut. Das ist ein Zeichen davon, dass, ja, guckt euch mal diese Statistik an. Papistik. Man muss auf jeden Fall seine Spieler halten. Und wenn man das nicht schafft, dann kann es sein, dass viele Spieler das Gefühl bekommen, dass diese Mannschaft keine Mannschaft ist, wo du langfristig so Erfolg haben kannst. Wie bei BVB. Das darf nicht passieren. Gegen Udinese habt ihr auch verdient gewonnen, aber Elfmeter war kein Elfmeter. Doch, Bruder, da war Kontakt da, Bruder. Aber Kontakt da, mein Süßer. Kontakt war da, mein Süßer. Generell, unsere ganzen Spiele, wir haben immer dominiert gespielt, Digi. Zell ist jung, hat Potenzial, aber er wird nicht so krass werden. Mhm. Was ist deine Meinung zu Krunic? Krunic, zum Beispiel im letzten Spiel, hat er auch... Nee, war das letzte Spiel, oder? War das Krunic? Oder was hab ich gerade in Erinnerung? Krunic macht ja einige Dings, Bruder. Krunic macht ja einige Fernschüsse, ne, irgendwie. Jeko ist auf den Boden gefallen. Aber ihr habt Udinese auseinandergenommen. Bruder, ich finde, wir haben Empoli auseinandergenommen. Empoli haben wir auseinandergenommen. Und das ist eine geile Truppe eigentlich, ne? Aber das Ding ist, Bruder... Bruder, da war Kontakt da, Bruder. Der Kontakt war da. Er ist ein Stürmer. Guck mal, das ist Fußball, Bruder. Guck mal, ich sag dir ehrlich... Ich bin einer, ich wäre nicht runtergefallen. Es ist nicht in meiner DNA, dass sie sagen würde, ich fall runter oder so. Aber Bruder, bei denen geht es um, du weißt schon, wie das ist. Die müssen gewinnen, die ist das. Die suchen den, wie heißt das nochmal? Die suchen den Kontakt. Und wenn der Kontakt da ist, dann brechen die deren Bein, so, weißt du? Oder wieso hast du Kapuze? Ist nicht warm? Eigentlich nicht, Bruder. Also, ich habe ja Kapuze, Bandana, aber ich habe davor kalt geduscht und so. Ich bin frisch, Bruder. Ich bin frisch, Fenster war offen. Aber wenn mir warm wird, dann mache ich das schon runter. Bro, wenn es dir schlecht geht, erinnere dich daran, dass ich FIFA-Karriere Inter Diego Villau getauscht habe. Ehrenmann. Aber warte, als Krunic gekommen ist, sagte er, dass er De Bruynes Eigenschaften besitzt. Seitdem bei uns... Spiel hat er nichts davon gezeigt. Ey, Bruder, das ist albern. Das ist nicht gut, wenn man auf denen so eine Ansage macht und dann nicht diese Sachen so rausholt. Wisst ihr, was ich meine? Lieber sollen die anderen sagen, ey, Bro, du hast das und das von De Bruyne. Von Kevin De Bruyne. Aber ja. Er ist gut in 2 Kämpfe und das war's. Okay. Okay. Ey, wisst ihr was, Leute? Lass uns mal ein bisschen in Dings reingehen. Lass uns mal bitte die Scorerliste von der Serie angucken. Okay, ich habe ein bisschen wieder Lust, mit euch ein bisschen so zu schnacken. Ich meine das ernst. Schau die Interview an. Bruder, wenn du irgendwie so einen Clip oder so hast, kannst du mir gerne auf Insta senden, weißt du? Kannst du mir gerne auf Insta senden. Das wäre schlauer, yo. Serie A. Scorerliste. Willem braucht jemanden wie Brose, unsere Bombe, ja. Safe. Wenn ich bei Konya spiele, sage ich mache bessere Elfer als Burak Abe. Ich schieße aber. Bre, perfekter Zeitpunkt für KDB Tot Stats. Komm, wir gucken uns einmal schnell KDB an, okay? Wir gucken uns einmal schnell KDB an. Warum ist Immobile so krass für Lazio, aber shit woanders? Boah, Bruder, ich weiß nicht. Bruder, bin so ein Idiot. Was ist passiert, Kaniboy? Was ist passiert, Kaniboy? Bruder, immerhin, der Bre hat auf jeden Fall eine Mannschaft gefunden und hat auf jeden Fall... Er zeigt auf jeden Fall seit Jahren mit seinen 30 Tore pro Saison oder mehr, dass er auf jeden Fall ein richtiger Macher ist. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, habe dieses Thema, diese Premium PL Packs gemacht für Content für dich, Bro. Habe 3 Duplikate als Walkout. Das tut weh, Digi. Das tut weh, Digi. Aber Bruder, das musst du doch gar nicht machen, so. Das brauchst du gar nicht zu machen, so viel Content und so, mein Süßer. Brauchst du gar nicht zu machen. Mach dir keinen Stress. Gutes Tempo, geile Schüsse, geile Passwerte, geiles Dribbling. Defensivwerte reichen auch aus. Physis reicht auch aus. Shadow, ne? Ja, Shadow kann man auf jeden Fall machen.
Was sagen die anderen? Shadow, Hunter. Er kommt auf Spielstil an, ne? Wenn man ihn nur offensiv benutzen möchte, dann Hunter. Wenn man den defensiv benutzen möchte. Guck mal, wenn man den als ZOM benutzen möchte, gib ihn Hunter, Digga. Wenn man den als offensiven Achter benutzen möchte, gib ihn Shadow. Dann geht das schon fit. Geile Werte. Wie viel kostet der? 895. Schmeckt. Gibt schon mehr Bundesliga-Tots als Karten. Immobile bei Italien macht keine Tore und Lazio dreht er durch. Das ist bei vielen Spielern so, ne? Der eine ist da gut, der eine ist dort so, dies, das, tralala. Also, was soll ich sonst mit 100.000 machen? Spenden. Was wollten wir uns mal gucken? Genau. Scorerliste. Die Scorerliste. Der erste normale Achter rechts bei enge Raute ist Saka, der ist noch offensiver. Nice. Alle? Die jetzige Saison. Okay, Giro Immobile. Boah. 27 Tore. 3 Vorlagen. 30 Scorer. Bruder, Respekt. Domenico Berardi. 14 Tore. 6 in Vorlage. Boah. Vlahovic. 23 Tore. 5 Vorlagen. Das ist stabil. Und er hat ja davor noch bei Florenz gespielt, also bei einer schwächeren Mannschaft. Stark. El Toro, auch sehr gut. 19 Tore, 3 Vorlagen, 22 Scorer. Vor allem, die spielen ja eine Doppelsturm. Man muss sich überlegen, Dzeko und Lauti müssen sich das auf den teilen. Was würde passieren, wenn die beiden in einen Einzelsturm spielen würden? Dann würde auf jeden Fall der ein oder andere mehr haben. Aber zusammen haben die auf jeden Fall 42 Scorer, was auch richtig geil ist, Digga. Milinkovic, Savic, El Cholito, Pašalić. Pašalić auch stabil. Wo ist Hakan, Digga? Hakan ist da mit 19. Pašalić ist da. Okay. Pašalić hat 35 Spiele auch, ne? Hakan hat 32. Der ist in. Was soll ich sagen? Wo ist Hakan? Hakan ist hier, Digga, der nette Mann. Ich weiß nicht, wie wir Erster sind. Wir haben keine Spiele mit zweistelligen Toren. Nicht mal Top 10. Weißt du, warum ihr Erster seid, Bruder? Jalal? Weil ihr die Games gewonnen habt. Weil ihr eure Spiele gewonnen habt. Und man muss sagen, egal wie viel ihr gewonnen habt, ob 1-0, ob so oder so, ihr habt die Spiele gewonnen. Ihr habt am Ende die Spiele gewonnen und das ist das Wichtigste, weißt du? Ich würde mal sagen, so von der spielerischen Leistung und pipapo, Inter ist schon viel besser. So, wenn man nur auf Zahlen und so alles gucken würde, dann wäre eigentlich Inter die Mannschaft, wo ich sage, ey, wir verdienen das. Wir haben auch gegen jede Mannschaft immer so richtig attraktiv, so stabil gewonnen. Aber das bringt am Ende auch nichts, weil am Ende gewinnt die Mannschaft, die am Ende die Punkte mitnimmt, die Wins mitnimmt. Und das ist bisher Milan. Aber wir haben noch 2 Spiele, wir müssen auf jeden Fall gucken. Keiner hat erwartet, dass wir dieses Jahr Top 3 werden. Oder vor allem noch mit eurer Breite, ne? Vor allem mit eurer Breite. Habe für Akin 5 abgegeben. Habe Content mit Craften. Komm, Shareplay, lade dich mit. Ja, komm, Bruder. Lad ein. Diese Sohle, ne? Bro, bei uns, Gala, wir haben Stürmerprobleme. Der mit dem meisten Scorer hat 6 Tore und 3 Vorlagen. Ui, Bruder. Auf den, wenn ihr wollt, kauft bitte von uns Gagliardini ab. Gagliardini, Vecino, Vidal, Ranocchia. Das wäre schon korrekt, Bruder. That very correct, Bruder. Reden Sie auch, weil habe etwas. Oder leider nicht, da muss ich wieder aufbauen, dies, das. Das ballert nicht, yo. Ohne reden, yo. Danach E-Rivals. Das weiß ich, Bruder. Hier gehen wir wieder in Dings rein, damit ihr auf jeden Fall diese Shareplay sehen könnt. Das ballert, ja, Bruder, glaube ich dir, aber
Oder ich habe ehrlich keinen Bock auf Headset. Ich mag null Headset anzuziehen, Bruder. Nein, Bruder, nein, nein, nein. Also Kerem hat mehr, aber der ist jetzt auch kein Strafraumstürmer, ja. Bruder Arda, oder generell die sich mit Kerem. Kerem ist so dieser Ak Türkoğlu, ne? Meint ihr, oder meinst du, der könnte demnächst ein Top 5 Liga irgendwo in der Europa spielen, irgendwo in Europa? Hat Inter Spieler Team of the Week? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Bruder. Aber Lautaro könnte eigentlich eine Inform bekommen, ne? Der könnte eine Inform bekommen. Also wir müssen auch am Mittwoch warten, da kommt ein neues Team of the Week. Dann schauen wir mal. Ui, Memo, 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 Memo. Memorino. Okay, Brudi, was hast du? Du hast, was für Packs hast du nochmal? Auf jeden Fall seid alle gespannt, Digga. Okay, Premium-Spieler-Pack. Boah, komm. Komm, wir drücken ihn die Daumen. Zwei Flammen. Mm. Grealisch. Grillisch. Hauptsache keine Duplikate, das ist das Wichtigste. Komm. Komm. 100% Top 5 Liga. Boah. Wer, wo könnte er gehen, Digga? Ich, was mir spontan einfällt, Napoli könnte er gehen. Abo Alisson, Ederson. Er könnte Napoli vielleicht mal gehen. Liverpool, die 4-3-3 spielen. Vielleicht Bayern. Man City spielt auch so 4-3, also mit Flügelspielern und so. Ne? Gibt es einige Mannschaften. Vier ich, vier du. Oder mach du alle auf entspannt. Mach du alle auf entspannt, ja? Mach dir keinen Dingsabumster. War stark, Digga. Frankreich Innenverteidiger. Varane. Varane. Hey Varane. Oder hättest du einen Doppelklick gemacht? Vielleicht hättest du einen tauschbaren. Jude Bellingham Tots schon sehr krass. Bruder, der ist einfach ein Golan-Gang, aber noch mit ein bisschen schlechteren Werten als ihn. Nö, nö, nö. Jorginho Frello. Nicht Bayern oder so. Er würde nicht spielen, der braucht so eine Mannschaft, Niveau von Lyon oder so. Oder der kann doch eigentlich. Wenn er schnell ist, warum kommt er nicht vielleicht Dings, Bruder? Serie A. Napoli. Napoli ist eine Mannschaft. Bald ist Insigne weg. Der könnte die linke Seite übernehmen. Auf richtig ernst, Bruder. Den linken Flügel könnte er doch übernehmen, oder nicht? Links Dings. Links Artukolu. Politano haben die. Lozano haben die. Das sind schon gute Flügelspieler, so weißt du. Im Sturm haben die Osimhen, Dries Mertens. Das sind schon einige Optionen. Blau. Na, Bruder, kurz davor, wo stark, Digga. Ei, Kani Boy, Digga. Kani Boy ist gerade safe explodiert, Digga. Wenn die Minimum 20, 25 bis 30 Millionen geben. Aber Bruder, immerhin, Bruder. Immerhin eine Tots, Digga. Bruder, den werden wir ein paar Mal einwechseln. Hab den schon in Rot. Egal, nicht schlimm. Herr BBLB. Komm, Leute, diejenigen, die auf jeden Fall neu in den Chat dabei sind, beziehungsweise im Stream, gerne ein Abo da lassen. Wenn es geht, sogar Daumen nach oben geben. Lass uns auf jeden Fall, wenn es geht, die 30 Likes knacken. Mach du letzte. Okay. Mach ich. 3, 2, 1. Let's go. Here we go. Nein. Nein. Ich glaube, ich habe schon diese. Ich bin bei Player Picks gut. Wenn ihr Hilfe bei Player Picks braucht, da könnt ihr mich rufen. Bei Packs bin ich nicht gut. Ich glaube, wenn Milan gegen Atalanta gewinnt, ist Milan Meister. Muss ich sein, TK. Muss ich sein. Kann sein, dass sie dann gegen Sassuolo. Guck mal. Milan braucht, glaube ich, nur 4 Punkte. Die müssen nur scheiß 4 Punkte holen. Nur 4 Punkte mussten die holen, okay? Dann sind die schon Meister. Dann können wir sogar zweimal gewinnen, bringt nichts. Weil dann haben wir zwar gleich viele Punktzahl, aber die haben das direkte Duell gegen uns gewonnen. Weißt du, die brauchen 4 Punkte. Aber wir gucken mal. Ich soll machen, okay? Komm. Ja. Schade, Mann.
Schade, Mann. Ihr habt mich auseinandergenommen. Ich habe keinen Packlack mehr, Digga. Ich hatte nie Packlack, aber bei Playerpicks war ich schon gut. Moin, Pierre, alles klar bei dir? Welcome in the stream. Alles klar bei dir? Da hast du deinen Pick. Er hat mich auseinandergenommen, Digga. Aber komm, bis wir eine blaue Karte ziehen. Bis wir eine blaue Karte ziehen. Ich habe direkt aufgemacht. Scheiße, Digga. Schade, Marmelade. Wir müssen, wenn es geht, einfach eine High-Rated-Karte ziehen, Digga. Das ist das Wichtigste. Komm, mach ihn. Öffne ihn. Blau. Ich meinte lauwarm, Digga. Hätten wir damals gegen Milan gewonnen, wo Jerusalem wären wir Meister. Nein, Bruder, wir müssen nicht sowas sagen, Bruder. So, klar, man, immer diese Hätte-Filme, das bringt uns nicht weiter, so, weißt du? Ich sag mal so, das Spiel gegen Bologna, das hätten wir einfach mitnehmen müssen. Wir haben eine Einladung bekommen, wir haben die Einladung nicht angenommen. So, lieber solche, guck mal, natürlich diese Derby-Spiele sind die wichtigsten, aber wenn man da verliert, kann man sagen, okay, kann passieren, aber diese gegen kleinere Mannschaften, die muss man eigentlich immer mitnehmen und da haben wir gechoked. Dieses Bologna-Spiel, hätten wir das gewonnen, dann wären wir durchgelaufen. Aber jetzt ist halt das, wir haben das halt spannend gemacht, ne? Wir sind halt Barca, Bruder. Wollte Kakao kalter drücken, hab ich verdrückt, scheiße, Digga. Edine AB hat Son in Rot, das reicht doch fürs Erste. Joa. Soll ich öffnen, Bruder? Soll ich öffnen oder wer soll öffnen? Abo. Der Pack dreht durch, Digga. Ihr Maniac, Digga. Gib ihm mal so ein Dings. Gib ihm mal einen Eiran. Der Pack dreht durch, Digga. Wir warten jetzt eine Minute, okay? Neue Taktik. Wir warten eine Minute, danach öffnen wir den, okay? Und wir warten, bis es 18 ist, okay? Das sind eine halbe Minute, Digga. Bis dann nehmen wir den Pack auseinander, okay? Und ich drücke meinen Joystick so nach oben, dass mein Joystick kaputt geht. Vielleicht in der Hoffnung, dass FIFA uns was gönnt. Komm. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Schade, yo. Hatte ich gerade Stickdrift oder was? War das gerade Stickdrift oder was? Digga, warum ist eine PS4 so schnell? Meine dauert jetzt. Bruder, er ist auf PlayZ 5. Wir sind nur auf SharePlay. Er hat PlayZ 5. Wo sind die Packs, Jungs? Welche Packs, Brudi? Welche Packs meinst du, Bruder? Was man alles macht, das irgend, ja. Bruder. Wir müssen bald unsere Familie anrufen, Bruder. Aus Sizilien. Aus Amerika und Kanada müssen wir mal die ganzen Bres rufen. Oder diese, die Picks oder auch diese Packs sind alle in Dings. Alle bei den SBCs, Bruder. Musst du auf jeden Fall suchen. Findest du auf jeden Fall. Bruder, nimm mal Brozo mit, yo. Nimm mal Brozovic rum. Hab kein Rare mehr. Wollen wir den? Warte mal. Stellt euch mal vor, am Ende kommt hier was raus. Ey, Carny Boy. Warte mal. Das können wir, oder das mach ich demnächst. Ey, ich hoffe, da kommt was Geiles raus. Na, Bruder, diese Grüßenfilme macht Mussolini gar nicht mehr mit, Bruder. Diese Grüßenfilme mache ich nicht mehr mit, Bruder. Am Ende ist irgendwo so eine versteckte Sache drin, Digga. Am Ende sagt man was, irgendwas Komisches, weißt du? Bei diese Grüßenfilme ist Mussolini schon draußen, yo. Ich freue mich aber auf nächste Saison, 2019, wird safe geil. Mit Lauti und Dybala. Bruder, wie gesagt, ne, wenn er fit sein kann, nehme ich den gerne an, Digga. Aber wenn er so wie Korea so
lange verletzt ist, das könnte sehr albern werden. Aber ich bin gespannt, Digga. Viele sagen ja auch, dass Ding zu uns kommen wird, die Ball, aber dass dann Lauti gehen muss. Also Steven Jung, Jungy Boy, hat auf jeden Fall schon gesagt, 80 Millionen müssten wir einnehmen. Marotta hat auch gesagt, wir müssen auf jeden Fall 80 Millionen einnehmen und wir müssen auf jeden Fall einen stabilen Spieler verkaufen. Das ist sehr albern. Und Lautis Berater war sogar heute in Madrid. Er war heute in Madrid sogar, das ist schon echt albern. Er war heute in Madrid in Gespräche mit Atletico Madrid, Digga. Liegt neben mir, wollte nur, dass sie sich freut. Ja, Bruder, auf dem, Bruder. Wer bin ich, Bruder? So weiß ich meine. Ich bin auch nur ein normaler Mensch, Digga. Auch wenn CR7 grüßen würde. Bruder, wir sind alle nur Menschen, yo. Mache Gold-Upgrade. Okay, mach, Bruder. Mein Wasser ist gleich leer, Digga. Also meine Wasserflasche. Ich trinke sehr viel Wasser, ne? Aber Wasser ist auch wichtig, oder? Wasser ist doch auch wichtig. Warte, wie spät es ist? 0 Uhr 21. Hm. Kann ja nur Lauti oder Milan oder Nicolo. Ja, es könnten einige unser, also aus der Top, aus der Startelf könnten das auf jeden Fall einige sein, ne, die das auf jeden Fall machen. Also, die den Preis rausholen würden, ein Bastoni, Skriniar, Broso, Barella, Lauti. Mit einigen würden wir so die Hälfte rausholen und so, aber lieber würde ich versuchen, einfach die ganzen Deadwood Players, die ganzen Spiele, die wir nicht brauchen, einfach die zu verkaufen. Wir könnten auf jeden Fall ein bisschen Geld einnehmen. Ui. Achso, das ist Inform. Das ist Inform. Oder ich glaube, ich mache den hier, Cannibal. Cannibal, ich glaube, ich mache den hier, Bruder. Ich glaube, ich öffne bei mir ein paar Packs, Bruder. Ich glaube, ich gehe danach vielleicht sogar auf. Ich muss auf jeden Fall, heute muss ich auf jeden Fall ein bisschen früher aufgehen, Leute. Wegen, muss morgen sehr früh am Start sein. Ich öffne, glaube ich, noch bis so 10, 20 Minuten öffne ich noch Packs. Danach gehe ich, glaube ich, auf. Okay? Könnte richtig ekelhaft werden. Ja, ja. Also, guck mal, wir haben letztes Jahr schon wichtige Spieler verkauft. Wir haben 3 Spieler haben wir verloren. Unseren Trainer haben wir verloren. Die Ersatzspieler waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber haben deren Job auf den gemacht. Aber wenn wir jetzt noch Lauti verlieren und dann ihn mit so einem Dulli ersetzen, das Ding ist, das Geld, was wir einnehmen, dürfen wir nicht wieder investieren. Ich check nicht, warum. Das wird auch für den BVB hart, Haaland zu ersetzen. Ja. Hat heute noch 350k. Tschüss. Du hast 350k, Digga. Und jetzt hast du 270 Münzen, Digga. Krass, ne? Krass, ne? Aber egal, Bruder, deine Mannschaft steht, Digga. Die Mannschaft steht, die ist stabil. Die ist stabil. Hm. Ja, ich glaube, ich mach mal den hier, Bruder. Ich glaube, ich verlasse mal dann kurz Shareplay, Bruder. Ich öffne noch ein paar Packs bei mir. Danach gehe ich, glaube ich, auf, Digga. Also nicht, glaube ich, gehe auf jeden Fall auf, weil ich muss auf jeden Fall. Heute brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Schlaf. Das ist sehr wichtig. Damit ich dann morgen wieder in den Rhythmus komme für die Arbeit und so. Früher habe ich immer den hier gemacht, ne? Die letzten 5 Monate oder so. Bin ich immer wach zur Arbeit gegangen, aber jetzt gehe ich nach langer Zeit wieder Arbeit. Da muss ich auf jeden Fall wieder erstmal reinkommen. Deswegen, damit wir so ein geiles Ende haben, öffnen wir noch ein paar Packs bei mir. 1-2 Packs, Digga, können wir bei mir noch öffnen und dann gucken wir mal, okay? Dann gehe ich auf jeden Fall auf.
Bro, geh pennen, gute Nacht. Ardelino, gute Nacht, Bruder. Ich geh dir. Schlaf gut, danke für deinen Support und träum, dass du in Adli Ekmek badest, yo. Geh jetzt schon auf, Bro, arbeite morgen. Alles easy, Brudi. Alles easy, keine Boy. Ich bin auch gleich auf jeden Fall auf. Hau rein auf jeden Fall. Die auch ihr Gadgeler. Und bleib stabil. Bleib stabil und gesund. Here we go. Here we go, man. Das dauert schon gut lange, yo. Komm, Digga. 2-3 Packs, dann geht's ab. Ui, Mido. Adli Ekmek träumt von mir, genau. So muss es sein, Digga. Genau wie bei Geld, Digga. Nicht du sollst nach dem Geld jagen. Das Geld muss nach dir jagen. Komm, ey. 84 plus. Ich öffne einfach. Salamu alaikum. Salam, Mido, Habibi. Komm, meint ihr, da kommt was Blaues raus? Meint ihr, da kommt was Blaues raus? Ei. Leider nicht, Digga. Leider nicht, Digga. Aber eine Inform, Digga. Egal, komm. Damit wir jetzt diese Dings irgendwo nicht auf Kampf abgeben müssen. Ich glaube, ich mache jetzt auf jeden Fall auf FIFA aus, Digga. Hey Bro, tut mir und den anderen einen Gefallen. Mach dich nicht wegen YouTube kaputt. Davon haben wir alle nichts. Wir wollen noch lange live sehen. Alles easy, mein Lieber, alles easy. Also, auf den ich weiß ja, was ich mache, weißt du? Ich weiß ja, was ich alles mache. Ich weiß, was für mich gut ist, was schlecht ist. Ich werde mich auf jeden Fall nicht kaputt machen, weil für mich Gesundheit ist sowieso die erste Priorität, weißt du? Deswegen, keine Angst haben. Danke dir auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, dass du mir das trotzdem immer gesagt hast. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt auch pennen. Wir werden auf jeden Fall sehr lange auf jeden Fall zusammen sein. Bro, ich habe bis 23 Uhr gepennt. Mido, Bruder, ich habe heute... Wie habe ich heute gepennt, Digga? Nach der Arbeit, Bruder, ich bin um 16 Uhr 45 bin ich zu Hause gekommen. Ich habe, glaube ich, von 17 Uhr bis 19.30 Uhr oder so geschlafen, Digga. Aber ich bin topfit, Digga. Aber ich überlege mir jetzt einmal zu pennen zu gehen, damit ich für morgen einfach so Dings habe. So einen Rhythmus, Digga. Aber yeah, man, danke an euch alle auf jeden Fall. Mosi bekommt Gesundheit schon von Adli Ekmek, keine Sorge, genau. Gesundheit kommt von den Allermächtigsten, yo. Kommt, Jungs, wir gehen dann auf süß ins Endbildschirm. Aber ich wollte euch noch eine kleine Sache noch sagen, okay? Eine kleine Sache. Oder egal, den Scheiß drauf. Das können wir morgen noch entspannt reden, bevor das immer so lang wird. Lass uns darüber morgen reden. Wir gehen doch ins Endbildschirm. Okay. Also nur los mit... Bruder, nein, ich gehe, glaube ich, jetzt einfach auf. Ich gehe jetzt einfach auf, weißt du? Du weißt selber, das haben wir einmal so durchgezogen. Da waren wir 1,5 Stunden ungefähr da dran, weißt du? Anubis braucht keinen Schlaf. Eigentlich nicht, Bruder, aber Anubis will Rhythmus wieder haben, you know? Aber komm, Jungs und Mädels. Bleibt stabil. Bleibt gesund. Danke an euren... fast versprochen, Digga. Danke für euren Support, Digga. Danke für alles, Digga. Nichts ist selbstverständlich. Auf Ernst, Digga. Dass ihr jeden Tag am Start seid, das ist null selbstverständlich, Digga. Null. Aber dass ihr trotzdem jeden Tag reinkommt, immer eure Zeit auch hier investiert, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und wie gesagt, meine Arbeit, euer Support, so bringen wir auf jeden Fall den Kanal nach oben. Und ihr seht, wenn ihr am Start seid, liked, Liebe da lässt, wir wachsen und wachsen und wachsen und in den letzten 4-5 Monaten haben wir auf jeden Fall einiges erreicht. Ich würde mal sagen, lasst uns auf jeden Fall genau so bleiben, genau so weitermachen, wie wir sind. Wir haben auf jeden Fall eine gute Mentalität. Wir sind sauber, wir sind lustig, wir sind geil. Wir sind Anubis-Squad, Digga. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt so richtig lange reden, danke für alles. Cooler Stream, wieder Spaß gebracht. Heute zwar ein kurzer Stream, aber ey, eigentlich diese 2,5 Stunden auch sehr viel im Vergleich zu anderen Streamern. Aber ich würde mal sagen, danke für alles, bleibt gesund. Wenn ihr noch weiter spielt, viel Glück. Wenn ihr schlafen geht, gute Nacht. Und diejenigen, die jetzt aufgewacht sind, also Mido Anubis, guten Tag, mein Lieber. Okay, Jungs. Ciao, ciao. Danke für alles.